West landet. Exploring, Mom. Okay? Okay. Just keep away from the pier. It's old. I will. Damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Schauerland. Das ist ein neues Let's Play. Wir spielen jetzt Through the Woods. Zum Gehen WASD Hallen. Und Through the Woods kennt ihr vielleicht, denn wir haben kürzlich die Demo mal angespielt. Beziehungsweise war das ja eher so ein Zusammenschnitt irgendwie. Und ja, jetzt ist vor ein paar Tagen... Oh, Vögelchen. Rabe? Flieg? Vor ein paar Tagen ist die Vollversion rausgekommen und der Detox spielt es auch gerade als großer Fan der Wikinger-Mythologie-Gedöns. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ist er total begeistert von dem Spiel. So begeistert, dass ich jetzt auch mal anfangen wollte. Aber ich will natürlich sagen, dass der sich viel besser mit der Mythologie und so auskennt. Also, wenn ihr euch für diese ganzen Hintergrundinfos interessiert, denn dieses Spiel basiert stark darauf, dann schaut es doch mal bei Detox, beziehungsweise schaut mal bei Detox vorbei. So, und wir kennen ja aus der Demo, wissen wir ja, dass wir die Mutter spielen, die ihren Sohn sucht. Und wir können jetzt allerdings erstmal als Sohn hier ein bisschen die wunderschöne Landschaft im Herzen von, ich schätze mal, Norwegen oder sowas, erkunden. Es ist wirklich schön gemacht. Es läuft auch richtig gut. Und wir machen anscheinend Urlaub in dieser Hütte, die man jetzt da hinten noch sehen kann. Und exploren ein bisschen die Umgebung. Sollen uns aber vom Steg fernhalten. Ob wir das jetzt machen, als guter Junge oder nicht, das werden wir mal sehen. Ich weiß nicht, was passiert. Wir gehen einfach mal in die Richtung. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob der Steg gemeint ist oder ein anderer. Ich schätze mal der Steg. Okay. Das war aber eine schnelle Pizza. Na gut. Okay, coming. Jetzt die Frage, gehen wir zum Steg? Hören wir auf Mama? Ich will natürlich wissen, was passiert, wenn wir zum Steg gehen. Wenn wir es machen. Nichts. Wir können auch nicht reinfallen oder so. Die Gesichtsausdrücke sind noch ein bisschen leer, aber ich finde dafür, dass es ein Indie-Spiel ist, sieht es wirklich fantastisch aus. Ich glaube, es ist, ist es die Unity Engine oder die Unreal Engine? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sieht es genial aus, finde ich. Und das sind noch nicht mal die höchsten Einstellungen, weil es doch ein bisschen hardwarehungrig ist. So, so viele Infos dazu. Latschen wir hier die Steintreppe, die 2000 Jahre alte Steintreppe hoch. Hier liegt auch noch ein Stück vom Steg. Vielleicht ist der doch nicht mehr so gut. Können auch ein bisschen rennen. Dann bleiben wir fit, als fetter Junge, der jetzt Pizza isst. So. Oh, das sieht aber gemütlich aus. Ach, anscheinend ist das wirklich unser Haus, denn da hängt ein Bild von uns. Also, oder ist das... Das sind doch nicht wir. Warte mal, ist das nicht der Junge? Sieht irgendwie voll alt aus. Wird auch der Vater sein. Das ist aber sehr klein. Oh, Pfosten im Weg. So, ich glaube, hier geht's rein. Wir können natürlich noch ein bisschen die Gegend erkunden, denke ich mal. Weiß aber gar nicht. Da ist noch ein Scheißhaus. Da gehen wir mal eben hin. Da hinten steht unser Auto. Wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, dann machen wir das jetzt. Die fliegen. Die fliegen im Scheißhaus. Endgeil. Können wir aber nicht rein. Schade, vielleicht ist da eine Leiche drin. Man sieht leider nicht mehr. Okay. Lässern wir das. Gehen wir nochmal kurz zum Auto und gucken, ob man da irgendwas machen kann. Einfach nur Interesse halber. Da hinten ist auch das Baumhaus, was man aus dem im Intro gesehen hat. Da gehen wir auch mal kurz hin. Okay, hier können wir nichts machen. Nicht, dass die Pizza kalt wird. Das wäre ja zu schade. Das ist aber auch ein Steg quasi.
Okay, ich finde es schon mal interessant, dass man hier wirklich rumrennen kann und ein bisschen mehr machen kann. Also es ist anscheinend ziemlich Oven, um auf die Pizza anzu... Oh! Okay, die Physics müssen erst nachladen anscheinend, aber sie funktionieren. Ich dachte erst, das Spiel ist mir abgestürzt. Hey, aber es funktioniert. Woo! So, vielleicht hat das noch irgendwelche Relevanz oder sowas. Dieses Baumhaus, da hinten geht es auch noch hoch. Wo kommt man denn hier hin? Ist ja geil. Ach, da kommt man zum Baumhaus. Gut, dass wir hier mal nachgeguckt haben. Was, wenn ich da runterfalle? Das ist aber auch nicht so sicher. Hey, ein Auto! Nein, DeLorean, wie geil ist das denn? Ein DeLorean. Wir können leider nicht reinzoomen oder sowas. Die Zeitmaschine. Ein Brief. Wir finden einen Brief hier oben. Und die Figur kenne ich doch auch irgendwo her. Ein Bild von einem Baumhaus. Abholen. Ein toter Vogel. Texte zurück. Tote Elster. Askeladen und Prinzessin. Brüder, ich fand eine tote Elster. Okay, ist vielleicht ein Secret oder so? Wir lesen mal hier noch was. Ich vermisse Papa. Notizen. Ich bin lieber zur Hütte gekommen, als Mama noch nicht so langweilig war. Sie arbeitet den ganzen Tag und schläft den ganzen Tag. Wenn ich mit ihr rede, ist es so, als würde sie mir gar nicht richtig zuhören. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Jetzt will ich einfach nur nach Hause. Vermisse Papa. Die Bedienung ist immer noch gleich. Den Text können wir auch mitnehmen. Den DeLorean leider nicht. Na gut. Haben wir das auch ein bisschen erkundet. Ich glaube, mehr können wir hier nicht machen. Gucken wir mal eben. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt Pizza essen. Vielleicht noch hier vorne irgendwo was. Aber ich glaube, da geht es wieder nur runter zum Dock. Oh, ist ein Fluss oder so. Ah! Okay. Eine Quelle. Ein frischer Quell. Und die Sounds finde ich auch sehr schön übrigens. Vögelgezwitscher. Es ist sehr realistisch bisher. Also von der Soundkulisse. Das mag ich ja in Spielen. Wenn die Sounds recht schön sind. Da kann man auch noch hochgehen, aber ich glaube, da geht es nicht weiter. Das war nur das Scheißhaus. Und da ist auch nichts mehr. Na gut. Gehen wir mal rein. Und so zieht der Tag vorüber. Hey, Mom, wake up. Wake up. You've been asleep all day. Okay, Espen. I'm up. Sorry. Why do you have to stay up so late? You're always tired. Espen, I came here to work. You were supposed to be with your grandparents this weekend. Sorry. Just let me get some coffee. We'll go night fishing down by the lake or something. I just wanted to go to the bathroom. But it's dark outside. I'm sorry. Go get the flashlight and I'll come out with you. Okay. Taschenlampe, linke Seite. Okay, wir sind immer noch Espen. Jetzt wissen wir noch den Namen des Knabens, den wir spielen. Und wir müssen mal für kleine Jungs und das Badezimmer, wie er es so schön im Englischen sagt, ist natürlich hier draußen. Das ist natürlich ein Toilet. Oder vielleicht hat Plumpsklo sogar noch einen Namen. Mama kommt mit und jetzt können wir auch aufs Klo gehen. Genau, halt mal die Taschenlampe. Animationen sind noch ein bisschen... Of course. Natürlich. Die Animationen sind noch ein bisschen grob. Die fliegen übrigens nur da am Eingang. Sehr schön. Okay, das hat noch ein paar Ecken und Kanten irgendwie. So, what do you want to do tonight? Mom, I'm trying to pee here. Das ist schon witzig irgendwie. Es ist schon... Hallo, mein Junge. Make some hot chocolate. Mom! Hast du dir auch ordentlich? Warum? Go away!
Just wait up the path. I can't go while you're standing there. Okay, little man. If you say so. Warum hat so ein modernes Haus eigentlich kein normales Badezimmer? Das frage ich mich jetzt gerade. Warum gibt's hier wirklich ein Plumpsklo? Einfach ganz in Ruhe machen. Okay, wir gehen einfach mal hoch. Fertig, Junge. Wir gehen nochmal hin. Wollen wir ihn denn sehen? Ach, da ist er. Wie geil. Ah, ein geil. Okay, wir sollen ja zum Pfad gehen. Okay, wir sollen hier warten. Gehen wir einfach mal zum Haus zurück. Ich schätze mal, das ist das, was das Spiel von uns will. Es gibt ja mal Dinge, die man selber will, und es gibt Dinge, die das Spiel will. Oh. What? Are you done in there, Espen? Espen? Espen. Bist du ins Klo gefallen? Stop messing around, Espen. I'm not in the mood. Er hat ja noch nicht mal gemacht. Es ist gar kein richtiges Plumpsklo. I mean it, Espen. Come out. Espen? Jesus, Espen. What are you doing? Sorry. I thought I'd see if I could scare you after all. You were getting there. Let's go inside. I don't know if I want to make you hot chocolate anymore. I was only kidding. I'm sorry. Please, can we have hot chocolate? Okay. But don't scare me again. And you're washing the cups. Okay. Hey, can I go down to the pier in the morning? I want to try catch some crabs. I'm pretty sure you're not going to find any crabs. It's a freshwater lake. Anyway, the pier is broken and dangerous. Ich war schon da. Go down there by yourself. Fine. But I still want hot chocolate. Zack, Figuren weg. I'm not going to pretend that I was a great mother. When Espen was born, I found, to my surprise, I felt nothing. My nightmare had come true, and I was left raising a child I didn't love. My friends became distant, and Espen's father and I began to fight. I resented them both, and one day, Espen and me were alone. But as Espen got older, I slowly began to realize something. I did love him. I loved him so much I ached. He became my best friend, my favorite thing, and I lost him. We lost each other. And I don't know if I can forgive myself or Espen. Okay, der Junge stand kurz vor unserem Bett. Espen, und da liegt jetzt eine Nachricht. Why didn't you wake me up? Espen, want some breakfast or lunch? We have eggs and bacon. Guess he's out playing. Vielleicht. Vielleicht lesen wir auch erstmal, was hier steht. Hi Mom. Hallo Mama. Du schläfst ja immer, wenn ich aufwache. Es ist echt langweilig. Ich gehe draußen spielen. Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir erstmal Frühstück machen oder gucken wir mal, was wir hier sonst noch so finden können? Weil in diesem Haus haben wir uns noch gar nicht umgeschaut. Okay, das ist Espen und ich. Eine Truhe. Wir sind also Architekten irgendwie. Ein Kamin haben wir. Auch eine moderne Küche, eine modernste Küche. Aber leider... kein Badezimmer. Eine Notiz. Mal gucken, ob wir da was machen können. Ja, können wir auch. Okay, Hot Chocolate. Das ist einfach nur eine Einkaufsliste. Oh, die nimmt sie mit. Die nimmt sie mit. Ach so, die Note auch. Die Note ist auch mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir so eine Art Menü haben oder Inventar, wo wir die Sachen nochmal lesen können oder so. Aber ich denke mal, das Spiel wird es uns dann rechtzeitig mitteilen. So, die Schokolade immer noch... die heiße Schokolade immer noch auf dem Ofen. Voll bis oben hin. Nur eine Tasse getrunken. Okay, was können wir hier machen? Ah, Radio. Okay. Bisschen Lala. Kann ja nicht schaden. Das scheint Espens Zimmer zu sein. Total gemütlich. I loved our room at the cabin.
Espen's reflectors looked nice in the sunlight, and his drawings fascinated me. He soaked up the world, and it bled from his imagination to the page, in pastels and pen. The process always seemed to distill the harsh world into something purer. Okay, da ist wieder der Teddy und ich muss gerade an die Teddy-Jokes von Infra denken. Aber den Teddy können wir nicht mitnehmen. Vielleicht finden wir ihn irgendwie. Vielleicht finden wir irgendwann nochmal welche. Ah, guck mal, da ist schon ein Wikinger. Das Grundthema dieses Spiels. Die Wikinger. Das ist ein seltsames Bild. Warum ist es hier? Können wir irgendwas machen? Türen auf. Geht's hier vielleicht zum Badezimmer, zum Versteckten? Sieht aber nicht so aus. Achso, ein Eingang. Geh nach draußen. Okay, wir können unsere Jacke nehmen und nach draußen gehen. Haben da natürlich den Rucksack dabei. Ooh, it's freezing. What is he doing out in this cold? War schön gemacht mit dem Nebel hier. Espen, I hope you're not down on the pier. I told you that thing's dangerous. Nicht, dass er jetzt ins Klo gefallen ist. Sieht aber gut aus. Espen, talk to me, little man. Okay, gehen wir mal direkt zum Pier. Wir können natürlich auch erst zum Baumhaus mal gehen. Genau. Wir gehen mal erst zum Baumhaus. Vielleicht finden wir dann noch irgendwas. Einen Hinweis oder sowas. Wo war denn das verkackte Baumhaus nochmal? Ich bitte. Da hinten. Da ist es ja. So. Die Brücke. Da musste man, glaube ich, einmal rumgehen. Okay, jetzt muss da nichts mehr laden. Da konnte man direkt drüber laufen. So. War sehr toll, wenn man hier extra so einen Aufgang hat zum Baumhaus. Okay. Der DeLorean steht noch da. Ich weiß nicht, ob der kaputte Ball schon da lag, aber sonst ist hier alles normal. Huch! Nein, fall da nicht runter. Frau, fall da nicht runter. So, dann gehen wir mal in Richtung Pier. Beziehungsweise wie heißt das Ding? Damm? Das Holzding. Steg! Steg. Ich und mein Holz. Ja. So. Ich glaube, da kamen wir über diese Veranda. Eine riesige Veranda. Aber kein Badezimmer. Manchmal sind so Sachen halt komisch an dem Spiel. Aber irgendwie. Hey! Get away from my son! Ach. Jesus! Jesus! Espen! Get away from him! Espen, I'm coming! Was zum? No! Oh God! Please! Espen! Espen! Der sah aus wie Geralt. Okay, wir können schwimmen. Du Scheiße. Espen! No! Espen! Oh je, was für eine Situation. Ja, das ist auch ein. Oh, geil. Das ist ja geil gemacht. Und der Nebel wird immer dichter. Es ist auch so ein Wikingerboot. Über meine professionelle Meinung über dieses Thema. Ich sag immer Wikinger. Okay, wir sind immer noch im Wasser. Wir sehen nicht die Hand vor Augen. Okay, da ist es. Das Wikingerboot. Das ist eindeutig ein Wikingerboot. Wir können übrigens weder nach links noch rechts schwimmen. Einfach nur weiter geradeaus. Das macht das schon. Okay, und wir sind an dieser seltsamen Insel. Ende geht nicht mehr. Okay, das hätte mich jetzt gewundert. Hat sie es gerade weggeschmissen? Espen! Hat sie es gerade weggeschmissen? Ja, zumindest diese Bewegung macht so. Okay, da wir immer noch Espen suchen, machen wir uns mal auf den Weg. Wir beeilen uns ein bisschen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir da noch was Espen! Erreichen. Shit, this can't be happening! Espen!
Okay, die Frage ist, gehen wir geradeaus oder gehen wir rechts? Das ist jetzt eine Frage. Da geht's natürlich in den Wald rein. Da hinten geht's irgendwie durch. Ich gucke erstmal hier. Tja, zwei Wege. Welchen sollen wir gehen? Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich mehr nach für diesen Weg. Schon allein, weil da wieder so ein Steg ist. So eine Brücke. Deswegen gehen wir mal hierher. Vielleicht kommt man aber auch quasi am selben Bereich raus oder so. Vielleicht macht das keinen Unterschied. Das ist schon echt... jetzt kann man sich gar nicht so... Oh, ist aber gefährlich hier. Man kann sich gar nicht so in Ruhe hier alles angucken. Weil man irgendwie unter Druck ist. Man will seinen Sohn finden. Ist schon erstaunlich. Die Demo findet sich schon ein bisschen wieder so im Stil. Aber von der Story her hätte ich irgendwie was ganz anderes erwartet. Ich hätte ein bisschen mehr Psycho erwartet. Okay. Ich glaube, man wäre jetzt auch daher gekommen. Das heißt, der Weg ist derselbe. Ah, es scheint so eine Art Griff zu sein. Okay, wir können einfach dagegen laufen. Dann geht die Tür auf. So mache ich auch mal Türen auf. Mit der Hüfte. So. Eine Art Grabstätte hier, schätze ich mal. Oder so ein Circle, so wie Stonehenge. Da hinten steht was. Ein Feuer? Irgendwas machen? Okay, sieht nach, das sind irgendwelche Runen und da ist ein Feuer mit Menschen drauf. Ich schätze mal eine Opferstelle oder sowas. Warum die hier ist, keine Ahnung. Scheint aber länger nicht mal jemand geopfert worden zu sein. Das heißt, unser Sohn ist vermutlich noch am Leben. Aber so schnell machen die auch kein Feuer oder sowas. Aber... Du Kacke. Wie kacke ist das denn? Flüsse, große Festungen. Kennt ihr den Film Der 13. Krieger? Fand ich sehr geil. Spielt davon, dass jemand aus dem Abendland mithilft in einem Krieg irgendwo im Norden bei den Wikingern. Und hat natürlich so seinen eigenen Stil und seine eigenen Rituale und alles. Hallo? Okay, das sieht mir nach dem Dorf aus, dass wir aus der Demo kennen. Ich bin mir aber nicht sicher. Hey, is someone there? Es sieht aber alles danach aus. Doch, doch, doch. Ich glaube, das ist das Dorf. Das heißt, wir können hier erstmal ein paar Häuser erkunden. Das Gothic-Dorf quasi. Es ist auf jeden Fall alles sehr alt und verlassen. Also hier hat schon länger jemand nicht mehr gewohnt. Vermutlich ist das so ein... Ich meine, der DeLorean am Anfang. Seien wir mal ehrlich. Ist doch ein fetter Hinweis eigentlich auf Zeitreise, so ein bisschen. Das hat mich schon nachdenklich gemacht. Warum ein DeLorean? Warum nicht irgendein Fahrzeug? Warum der DeLorean? Und dann sind wir hier in diesem Dorf jetzt. In diesem... Keine Ahnung. 2000 Jahre alten Dorf. Ich weiß nicht, wann es die Wikinger gab. Und alles ist verlassen und unser Sohn wurde von einem Wikinger entführt. Vielleicht ist er die Schlüsselfigur für Zeitreisen. Ich sollte mich umsehen. Da liegt eine Notiz, oder? Ein Horn, das Horn. Okay. Ein Widderhorn. Askeladen und die Prinzessin. Brüder, ich fand eine Tote. Eine Tote? Ein Widderhorn? Okay. Nehmen wir mal mit. Braucht der Wikinger bestimmt nicht mehr. Genau wie dieses Schwert, aber nee, das lassen wir hier. Wir gehen jetzt einfach mal von Haus zu Haus und gucken, ob wir irgendwas finden.
Wir ziehen von Haus zu Haus. Hallo, Zeugen Jehovas. Haben Sie meinen Sohn gesehen? So, da ist auch nichts. Ich glaube, hier sollen wir nicht rein. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da sollen wir nicht rein. Es ist definitiv das Dorf aus der Demo. Das kommt mir gerade sehr bekannt vor hier. Das heißt, hier müssten wir noch mehr Text finden, die wir, glaube ich, auch schon zum Teil kennen. Aber in der Demo waren sie noch auf Englisch. Das ist natürlich sehr gut, dass ich das hier auf Deutsch einstellen konnte. Jetzt kann ich alles vorlesen. Der alte Bastard ist gestern Abend ins Dorf gekommen. Der feige Hurensohn hat Raiders Jungen mitgenommen. Der Bastard. Niemand hat ihn kommen sehen. Obwohl wir seit Wochen Wachen aufstellen. Der Junge hat keinen Mucks von sich gegeben, das arme Ding. Wir alle haben große Lust, endlich da hochzugehen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Aber da sind noch die Tore. Fluchten Tore öffnen sich nicht für unser Eins. Alles, was wir tun können, ist abzuwarten und zu hoffen, dass Raiders Junge der Letzte war. Die Verderbnis dieses Mannes. Dein Herz, wenn er es denn eins hast, muss so verwest sein wie ein ewig totes Schwein. Und seine Götter tun nichts. Verflucht seien sie alle, das ganze faule Gepack. Und verflucht sei der moderne Bastard Erik. Der moderne, nicht der moderne. Manchmal ist der moderne auch der moderne, aber in diesem Fall habe ich mich einfach nur verlesen. So, eine weitere Note. There was a folk tale in the town where I was born. About a man called Old Erik. They said he would sneak into the village at night and steal away children who misbehaved. My parents used to tell me that I had to be good, or Old Erik would come and take me. At the time, it didn't even cross my mind that the person in the journal could be the same man from the folk tales. But later I wasn't so sure. Okay, der alte Erik kommt also und klaut Kinder. Interessant. Es ist auch wieder, die Erzählung ist so off-screen irgendwie. Sägt da einer. Das heißt, es scheint schon alles passiert zu sein und sie erzählt wieder irgendwo was. Oder nimmt vielleicht so eine Art Protokoll, wieder Verhör, keine Ahnung. Okay, das ist neu. Das ist neu. Hier haben wir den Partyraum. Definitiv. Die letzte Party war ein bisschen hart, glaube ich. Man hört überall knacken und so. Ist schon gut gemacht. Oh, da ist noch eine Tür. Können wir sogar aufmachen. Ich liebe es. Okay, ich glaube, da hinten war irgendwie so eine Art Thron. Da oben, da kann man auch noch hin, genau. Mal ein bisschen umgucken. Oh, wir müssen natürlich die Stufe hochgehen. Das andere war zu hoch für uns. Mal hier hoch. Da leuchtet auch was, das ist gut. Ah ne, ist eine Kerze. Aber sonst ist hier auch nichts. Komisch, in der Demo war hier noch Text. Kann ich mich noch dran erinnern. Können wir hier oben noch weiter gucken? Nee, nichts mehr. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir können nur hier runter. Also soundtechnisch hat es das Spiel wirklich drauf. Da kann es echt mithalten mit all den großen Titeln, die so draußen sind. Es ist eine sehr beklemmende Atmosphäre gerade. Okay, hier gibt es auch nichts. Das Knarren der Türen und Dielen und alles. Das ist nur ein Helm. Ich dachte, da wird ein Alien-Kopf fliegen oder so. Ich hatte meine Theorie mit der Zeitreise wieder ein bisschen durcheinander geworfen. Steuerung ist noch ein bisschen hakelig, finde ich. Also es könnte besser sein. Aber ist okay.
Musik auch sehr geil. Sehr geil. Fällt mir sehr gut. Ich lasse die Musik einfach ein bisschen laufen und wir gucken jetzt einfach mal, ob wir irgendwas noch finden hier in den Hütten. Ein weiterer Text, okay. Ab gestern vom Wachturm aus ein Glimmern in der Nacht erspäht. Muss dieser seltsame Rackermann sein, der wieder seine Laterne entzündet. Wenn ich sehe, wie er da so im Dunkeln rumschleicht, will ich meinen Bogen noch fester packen. Aber er ist der Einzige, der die Toten wegbringt und dafür sorgt, dass die Pfade beleuchtet sind. Er macht's schon länger, als alle denken könnten, aber keiner weiß warum. Es sieht ihn auch keiner, wenn er es macht, weil er immer nur in tiefschwarzer Nacht arbeitet. Die alten Stellen ab und zu, Körbe mit Brot außen an den Zaun, damit er zu essen hat. Am nächsten Morgen sind sie immer fort. Es sei denn, beobachte sie die ganze Nacht, dann wird das Brot hart und die Krähen fressen's. Scheint, als könnte ich nach dem alten Racker Ausschau halten, so viel wie ich will. Er hat mich besser im Blick als ich ihn. Der alte Racker. Du Racker. Guck mich nicht so an, du Racker. Hey. Okay. Können wir zumindest teilweise ein bisschen was über die Mythologie erfahren oder vielleicht die Geschichte. Hier ist soweit nichts mehr. So, da ist der große Wikinger, Steinwikinger. Warte, können wir da noch rein? Mal gucken. Yes, we can! Yes, we can! Can we go out? Ne, da geht's nicht weiter, okay. Das heißt, wir müssen da hinten durch das Tor gehen. Da waren wir, glaube ich. Waren wir da schon drin? Hatten wir die Hütte schon? Ja, die Tür ist auf, dann waren wir drin. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Da konnte man auch noch hoch in der Seite. Ich glaube, da gab es sogar irgendwas, einen Helm oder sowas. Da liegt auch noch eine Notiz unten, aber wir gehen erstmal hier hoch. Ich glaube, hier hinten haben wir was gefunden. Oder nicht, da war es in der Hütte. Ist her ähnlich zu dem, aber nicht ganz so düster. Okay, hier liegt auch nichts. Doch, da liegt was. Ein Seil? Ring aus Birkenruten. Brüder, ich fand einen Ring aus Birkenruten. Im Moment, er schließt sich mir noch nicht, wofür wir die Sachen vielleicht gebrauchen könnten. Oder ob wir ein Inventar haben oder so. Aber wir nehmen erstmal alles mit. Wir gehen erstmal weiter. Ich bin jetzt vor allem gespannt, ob es auch dann so weitergeht wie in der Demo. This is Espen's. He must have dropped it. I'm coming, Espen. Ein Schneemann? Schneemann-Reflektor. Okay, den nehmen wir natürlich mit. Espen loved his reflectors. He collected them from magazines and cereal boxes. And I bought him a couple from the gas station by our house. He'd hang them from the curtain pole at the cabin and wave his flashlight over them at night to watch them shine. I could hardly believe any of this was happening, but what I did know was that the reflector I found was his. What I couldn't know at the time was that he'd left me more. A trail. And as long as I stumbled across these reflectors now and then, that Espen was still alive. Okay, Espen legt uns also Brotkrumen in Form von Reflektoren durch die Wälder, die wir durchschreiten müssen. Und ab hier scheint es ein bisschen anders zu sein. Zumindest kann ich mich an diesen Teil nicht mehr erinnern. Ich liebe es.
Man sieht wieder nicht, wo man hingehen muss. Es ist wirklich sehr viel Wald. Es ist sehr dicht. Hier haben wir zwei Wege. Zumindest sieht das so aus, als ob man hier irgendwie was machen kann. Aber da ist eine Sackgasse. Ist das der Mond? Ist das die Sonne? Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel überhaupt automatisch speichert oder... Ich muss nur ein kleines Mondscheinversteck finden. Aber ich glaube nicht. So, gehen wir mal hier weiter. Was ist da hinten? Ach, das sind Bäume. Ich bin mir... Wirkstadt. Okay, ich glaube, das ist ein Safe Point soweit. Das heißt, so war es, glaube ich, auch schon in der Demo. Das heißt, wenn jetzt eine Brücke kommt und danach... Hahaha. Dann ist es wie in der Demo. Nur dass es nicht Nacht ist. Espen! They can't be far ahead. Die können nicht weit sein. Und da hinten müsste jetzt eine Höhle oder sowas kommen. Und vielleicht noch etwas anderes. Aber es sieht nicht so aus. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil möglicherweise Gefahr lauert hier. Man hört es am Gewitter. Okay. Ja, das sieht doch einladend aus. Da gehen wir rein. Definitiv. Okay, in der Demo rannte hier irgendwie ein Troll rum. Ein ganz riesiger. Oder ein, ich weiß es nicht. Irgendwas Großes auf jeden Fall. Scheint jetzt jedenfalls nicht da zu sein. Aber die Höhle noch. Sieht ein bisschen anders aus. Aber prinzipiell gleich. Ich frage mich gerade, ob da hinten auch noch was ist. Will nur mal eben nachgucken. Aber ich glaube nicht. Nur mal eben gucken. Ganz schnell. Ich bin ja schnell. Hier mussten wir nämlich hergehen in der Demo, weil hier der Troll irgendwie stand. Okay, scheint aber nicht zu sein. Es ist auch nichts irgendwie versteckt oder so. Gehen wir einfach mal den geradlinigen Weg. Ich denke nicht, dass wir großartig was verpassen in dem Spiel. Aber es ist schon sehr, sehr storylastig aufgebaut. Und ab in diese alte Höhle. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Shit. The old bastard must have pulled the bridge across. Too far to jump. I'll have to go down. Ich muss untersteigen. Okay. Grafisch auf jeden Fall auch ein bisschen aufgepeppt. Die Lichteffekte und so. Sieht schon verdammt gut aus. Es ist wirklich beeindruckend. Kostet übrigens 18 Euro bei Steam. Also überhaupt nicht vergleichbar mit einem 60 Euro Spiel, das ihr so im Laden kaufen könnt. Ich bin mal gespannt, welchen Umfang dieses Spiel hat. Hey, das ist wieder eine Zeichnung oder sowas. Ein Krieg, ein Kampf. Mit vielen Toten unten. Los? Nee, okay. Scheinbar wird's kalt. Und obwohl unser Rucksack so klein ist, haben wir all die Dinge da drin, die wir bereits gefunden haben. Licht. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht da irgendwo herkommen können. Reagieren können. Denn hier endete auch die Demo. An dieser Stelle. Geht's jetzt scheinbar weiter und da ist auch so eine Art Brücke. Ich schätze mal, dass wir wieder irgendwie da hoch müssen. Ich mache mal ein bisschen Beeilung. Oh, that's Espen's flashlight. Da liegt eine Jacke, oder? Hauptsache die Taschenlampe. Wichtiger. Wichtiger als die Jacke. Okay. No. Espen.
Stephen. Please don't hurt him. Please. Don't you hurt him! I'm coming, Espen. I'm coming. Ich hoffe, wir haben die Taschenlampe mitgenommen. Und jetzt sind wir wieder draußen. Espen must be cold without his jacket. Ein Glück haben wir die mitgenommen. Wir nehmen alles mit. When I saw Espen's jacket there on the ground, I felt like something inside me broke. I suddenly realized that this was really happening. He had been taken from me. His coat, his little coat, lying in that dark place. I was his mother. I was supposed to protect him. He trusted me, and I let him down, as I had so many times before. His jacket was a symbol of my failure. I promised myself I would find him, and I would bring him back. I just hoped that was a promise I could keep. So. Und hier startet die Geschichte, so wie wir sie aus der Demo kennen. Will die Taschenlampe der linken Taste drücken. Die linke Taste drücken. Okay. Wir kriegen also noch Hinweise im Spiel, das ist gut. Das heißt, wir sind nicht so ganz verloren. Jetzt wird es auch so langsam Nacht. Das heißt, wir brauchen auch eine Taschenlampe. Und wir gehen natürlich durch die Wälder weiter. Das Spiel macht seinem Namen alle Ehre. Oh, was für ein Mond. Alter, wir hatten den Mond kaputt gemacht. Irgendwie bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob wir hier noch richtig sind oder zu Hause sind. Aber hier ist ein kleiner See. Wo zum Teufel sind wir? Ich könnte mir mal vorstellen, dass wir hier erstmal lang müssen. Einmal um den See rum wahrscheinlich. Da ist anscheinend auch wieder so ein Speicherstein. Ich schätze, wir haben unendlich Batteries. Wir müssen uns also nicht irgendwie um Batterien sorgen oder so. Urzeug. Urzeug. Ein Drache? Ein Dämon? Und ein Krieger? Jetzt ist es richtig, richtig dunkel. Das macht schon ordentlich Atmosphäre. Und ich fühle mich gerade etwas verloren. Da hinten können wir, glaube ich, her. Oder hier. Hier ist ein Weg. Ja, da oben ist irgendwie was, aber hier... Da ist auch was. Was? Eine Höhle. Okay, wir gucken erstmal da oben. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, wo es weitergeht. Oder durch die Höhle. Oder ob man in der Höhle nur gucken konnte. Mal gucken hier. Ich geh mal zurück. Ich glaube, da oben geht's weiter. Das heißt, wir können uns erstmal in der Höhle umgucken. Oh Gott. Was mag da kommen? Gucken wir eben hier. Liegt da was? Scheint ein Wolf zu sein oder so. Irgendwelche Tiere, die hier liegen. Die möglicherweise verspeist wurden.
Also Kacke. Also Kacke. Ach du Kacke. Those are human. Du könntest nicht lesen. Ah, weil er da ist. Ah! Okay, wir sollten uns vielleicht zuerst da umgucken in der Höhle und dann da hochgehen, weil da ist dann der Troll oder was auch immer da war. Ich schätze mal, wir starten jetzt wieder beim Safe Point. Mal gucken. Jawohl, also das ist immer unser Safe Point. Ist gut zu wissen. Oh, das hatte jetzt schon was. Das hatte jetzt schon was. Ich hatte sogar ein bisschen Angst. So, wo müssen wir lang gehen? Ah ja, hier war das. Dann gehen wir erstmal hier gucken. Wenn wir nicht antriggern dürfen da oben. Okay, der Gestank, das hatten wir. Da ging es nicht weiter. Jetzt konnte man hierher. Fuck. Those are human. Oh ja, und wir haben was zu lesen. Also, was haben wir denn hier? Verflucht sei diese Bestie und verflucht sei ich nah dafür, dass ich hier rein bin. Dachte, ich könnte vielleicht ein, zwei Hasen in der Trollhöhle finden. Schon tot und gehäutet. Hab nach der verdammten Kreatur Ausschau gehalten, bevor ich reingekrochen bin. Und sie war nirgends zu sehen. Narr, ich habe ihn zu spät kommen hören. Hab mich dabei erwischt, wie ich seine Beute gestohlen habe. Die Kreatur kam hereingeschlurft, zog zwei blökende Schafe an den Beinen hinter sich her. Werd nicht lange genug leben, um herauszufinden, wie sie nicht hab kommen hören. Hat mich zweimal gegen die Wand geschleudert und die Schafe gefressen, während ich vor Schmerzen gestöhnt habe. Beine gebrochen, Kiefer ausgerenkt. Glaub nicht, dass ich bis zum Morgen schaffe, bis ihm wieder einfällt, dass ich hier bin. Was für ein Narr ich doch bin, wegen eines Hasen. Wer diese meine letzten Worte findet, der sei gewarnt. Abart. Naja. Beine gebrochen, Kiefer ausgerenkt, aber immer. But what? Oh Gott, er kommt trotzdem. Aber trotzdem noch genug Zeit. Okay, da kommen wir her. Kommt er denn jetzt zu uns? Okay, wir können nicht wieder zurück. Das ist gut. Wir wissen ja auch, was passiert. Ich hoffe, er verfolgt uns hier nicht. Was wollte ich eigentlich sagen? Ihr habt es vergessen. Gehen wir mal hier weiter. Oh Gott, ist der am Stöhnen. Achso, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Kiefer ausgerenkt, Beine gebrochen, haben wir noch Zeit, Tagebuch zu schreiben. Das ist... Ja, die Wikinger waren hart. Die waren hart im Nehmen. Wenn es denn ein Wikinger war. Sind wir jetzt vielleicht oben wieder rausgekommen? Oder an einer ganz anderen Stelle? Wieder der See? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir diesen Weg gehen sollen oder einen anderen. Das Gefühl, so kommen wir wieder zurück. Ich höre ihn auch immer noch. Ich gehe mal eben den anderen Weg gucken. Der Troll ist immer noch in der Nähe. Ja, hier können wir auch noch her. Okay, das sind definitiv zu viele Wege für mich. Ich hab's ja eigentlich gerne geradlinig. Was? Da geht's auf jeden Fall weiter. Da sind so Schwerter hinten. Eine Art Tor. Also gehen wir doch erstmal um den See rum. Entschuldigung fürs Hin und Her, aber... Ich will ja nichts verpassen soweit. So, nur aufpassen, dass wir dem Troll nicht wieder in die Finger laufen. Dann können wir nur rennen. Ich hoffe einfach, dass er in der Höhle hockt.
Oder aber das war der Weg nach oben quasi. Das kann auch sein. Warte mal, ich glaube... Das ist die Höhle, okay. Das heißt, wir können auch mal hier oben gucken. Jetzt, wo er weg ist. Ah, da sind Wegbeschreibungen. Interessant. Was haben wir denn hier? Husvik. Und unbekannt. Die Kirche? Okay, es ist ziemlich offen. Das heißt, wir haben hier eine Menge zu entdecken. Irgendwas ist da. Ein riesiges Tor im Felsen. Dass die Zwerge da reingebaut. Sag Freund und tritt ein. Scheiße. Funktioniert nicht. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Interessant, dass wir bis hierhin überhaupt kommen. Vielleicht sind das die Level oder so. So mehrere Abschnitte. Das kann natürlich sein. Jetzt habe ich mich verlaufen. Ah ne, hier war glaube ich das Wegeschild. Bild irgendwo. Hallo? Jetzt sind wir wieder am See unten. Okay, da kann man aber auch hin und hier kann man wieder hoch. Scheiße, ich habe mich gerade verlaufen. I know how it sounds, but it's true. All of it's true. I can't explain it. I can hardly believe it, but it happened. The moon. When I was young, I found some photos of my parents in an old shoebox at their house. I was looking for Christmas presents. They looked so young and in love before I was born. I remember they didn't look like the people I thought I knew. There was something different about them I couldn't understand. I was lifting a veil, and I knew these pictures weren't for my eyes. The island was like that. The journals, the troll, the broken moon. I wasn't supposed to see those things. I was intruding on something secret, and I didn't belong there. Ich gehöre nicht hierher. Gut möglich. Ich habe mich total verlaufen gerade. Da hinten konnten wir auch noch hin. Ich weiß, wahrscheinlich weil der Text hier getriggert wurde, dass wir hier ungefähr richtig sind. Aber ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen muss. Es ist so verdammt groß hier. Ich denke mal, das Spiel will jetzt auch so ein bisschen Verwirrung hier auslösen. Ich laufe einfach mal ein bisschen durch die Gegend, gucke, was ich finde. Oder ob ich mich an einem Ort wieder finde, den ich kenne. Hauptsache, der Troll ist nicht mehr da. Okay, hier ist auch noch eine Hütte. Kann ich irgendwo rein? Okay. Vielleicht können wir erstmal Pause machen oder so. Hör mal was. Ah, da gibt's was zu lesen. Okay. Das heißt, ein Nix lauert in den Gewässern in der Nähe. Kann nicht behaupten, dass ich solche Märchen vor letzter Nacht Glauben geschenkt habe. Hab einen kleinen, grasbedeckten Buckel im Wasser gesehen. Der See ist für gewöhnlich spiegelglatt. Also habe ich die Augen gerieben und nochmal hingesehen. Und ich schwöre bei den Göttern, dass ich ein paar Augen gesehen habe, die mich aus dem Gewirr angestirrt haben. Ich habe geblinzelt,
Weil dann war der Buckel mit einem Plätschern verschwunden. Bin erschaudert und habe mich wieder meiner Arbeit zugewandt. Aber dann habe ich ein Blubbern im Wasser direkt beim Ufer gehört. Und ein Klumpen unkrautartiger Ranken tropften vor Matsch, kam tastend aus dem See gekrochen. Bin zu meiner Hütte gerannt und habe währenddessen vor mir hingebrabbelt und mich gefragt, welche grauenhafte Kreatur wohl an diesem rankenden Finger dranhängen mag. Das heißt, man kann ein Nix loswerden, indem man seinen Namen ausspricht. Der Gedanke daran, dass etwas einer solchen Kreatur einen Namen geben könnte, ist genug, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Okay. Nix. Nix. Oh Gott. Was zum... Ich gehe einfach mal weiter. Oh Gott. Das war gerade echt gruselig. Wollen wir mal jetzt die ganze... Was? Ich hab einen Platsch gehört. Renn einfach weg. There's another reflector. Okay. Yes, but wir sind also auf dem richtigen Weg. Don't be scared, little man. I'm coming. Die Frage ist, wohin? Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ich weiß nicht, was wir hätten sehen sollen oder wo wir hätten hingemusst, aber hier scheint der richtige Weg zu sein. Hauptsache, hier kommt jetzt dieses Nix nicht mehr. Oder aber wir sind jetzt von der anderen... Ich weiß es nicht. Ich bin total... Das ist nicht live in the woods, das ist hier lost in the woods. Das ist so eine Art Lagerfeuer. Ich hätte gerade schon wieder was gehört. Oh Mann. Scheinbar gibt es also wirklich mehrere Wege, um sein Ziel zu erreichen. Okay, ein Speicherstein. Lesen. Etwas im Wasser. Das Wasser, etwas im Wasser. Okay, das Nix. Oder ein Nix. Da sollten wir natürlich aufpassen. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine kleine Aufnahmepause. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Hey, da sind wir wieder und herzlich willkommen zurück. Jetzt geht's weiter hier im Text und ich bin schon gespannt, was uns erwartet. Hier ist... Ach du Kacke. Da baumelt einer. Ach du Scheiße. Und durchs Tor schleichen. Ich hoffe, das Viech aus dem Wasser kommt nicht wieder. Mal eben gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Ja, da ist... Hier ist noch eine kleine Hütte. Sollen wir da reingehen? War das jetzt? Du Scheiße, Tüti ist wieder da. Ist das die Frau? Kamera ist ein bisschen im Weg. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Ich fand, Brüder, eine Tote, einen Keil. Wofür ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Idee. Ich weiß auch wieder nicht, wo wir hingehen sollen. Ob wir jetzt am Fluss weiter lang gehen sollen oder hier mal in die Hütten rein. Hier ist ein Weg.
Okay, wir gucken mal in die Hütten eben. So, alles verlassen. Ein Brief. Okay. Harbard ist heute Nacht nicht von seiner Jagd zurückgekehrt. Dieser verfluchte Troll hat ihn geholt, ich weiß es. Oh, Harbard hat sich immer in die Höhlen dieser scheußlichen Kreatur geschlichen, um dort Knochen abzunagen und verfaulte Felle zu stehlen. Das hat er gemacht. Er hat oft gesagt, der Troll wäre zu langsam und zu dumm, um ihn zu kriegen. Aber er kehrt selten so spät zurück. Und jetzt sitze ich hier, hungrig und verlassen, und frage mich, woher meine nächste Mahlzeit kommen wird. Harbard, du Narr. War das wohl der Harbard mit den gebrochenen Knochen, der da ein paar Hasen holen wollte? Hm. Vielleicht. Warum hat eigentlich kein Wikinger eine Matratze? Die haben immer nur Betten. Sind die Matratzen weg? Aber eine schöne Schildersammlung haben sie. Eieiei. Geh nochmal eben zum Fluss da unten. Ich will mal eben gucken, was das hier für eine Hütte ist. Und hier unten sind auch noch Hütten. Wo man denn hier hinkommt. Da steckt. Hello? Man. Hello? Ich frag mich, woher die What Stimmen kamen. Hello? Oh, noch ein Skelett. Warum solche abgenagten Skelettinos? Vielleicht hilft dieser Brief uns weiter. Ingrid, mein Schatz, ich habe was Furchtbares getan und Schande über dich und mich gebracht. Ich wollte um dich kämpfen und dafür sorgen, dass du sicher bist. Ich weiß, dass das war eine törichte Idee. Das wird mit einem S geschrieben, glaube ich, an der Stelle. Und dein Vater hat sich als solche gesehen. Wollte losziehen, um zu verhindern, dass der alte Erik kommt und dich holt. Aber dein Papa hat versucht, mich aufzuhalten. Ich habe ihn aufgeschlitzt. Ich habe ihm die Kehle aufgeschlitzt und er ist verblutet. So macht man das. Ich kann nicht zusehen, wie Erik dich mitnimmt. Ich kann's nicht. Ich weiß, dass du und die Götter mir niemals vergeben werden. Aber ich gehe fort. Hab keine Angst, mein süßes Kind. Und such bloß nicht nach mir. Vielleicht setzen auch wir schon bald unsere Segel und werden mit deinem Vater auf dem lieblichen Ozean vereint. In Liebe, deine Mutter. But they were here. I heard them. This paper is so old. Tja. Zeitreisen? Vielleicht doch. Und falls euch jetzt wundert, warum der Break mitten im Video war, ich möchte nicht die ganze Zeit auf die Seite gucken und mich von der Zeit ablenken lassen, deswegen wird dieses Video einfach so durchlaufen und ich mache dann immer meine Schnitte zwischendurch. Nur so als kurze Info. So, hier ist auch noch eine Hütte. Ach, man konnte rumgehen. In der waren wir schon. Nee, in der waren wir auch. Okay, das heißt, hier ging man einfach nur rum. Sonst gibt es hier nichts. Weil ich glaube, dass dieses Spiel ein ganz besonderes Spiel ist, dem man mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken muss. Wenn sonst keiner tut, aus den Reigen der großen YouTuber, dann müssen das eben wir Kleinen übernehmen. So ist das nämlich. So, jetzt geht's wieder ab in den Wald. Und ich hoffe, es sind keine Trolle mehr hier. Ich frage mich gerade, warum die Kamera so dicht an der Frau ist. Das ist vielleicht, weil wir die... Achso, wenn wir die Taschenlampe, dann ist sie näher. Okay, ist klar. Der Baumstamm ist ja cool. Oh, eine Brücke. Mut zur Brücke. Ich gehe schnell drüber. Was? Oh Gott, ich gehe mal weiter, nicht, dass das Viech kommt. Ich habe da wieder was gehört. Okay. Pausenscreen. Ladescreen. Also, jetzt habe ich gerade wieder angefangen zu spielen und schon nimmt sich das Spiel wieder ein bisschen mit. Die Atmosphäre ist echt super. Also, ich bin echt begeistert. Okay, da hinten ist so eine Art Höhle. Ein Licht an. Ja, eine Kerze. Hier ist einfach ein Baumstumpf, der da... Und ich hänge im Baum!
hanging in the wood. Oh, ist der Himmel schön. Haben wir schon einen Sternenhimmel und der kaputte Mond. Ich weiß nicht, was das mit dem kaputten Mond zu tun hat. Sind wir in einer Vergangenheit? Sind wir in einer Zukunft? In einer Traumwelt? In einer Fabelwelt? Müssen wir hier lang oder vielleicht den anderen Weg? When Espen was younger, his father did something terrible. To Espen, to me, to himself. I was left all alone with a child I couldn't confide in. He didn't give me a chance to say I was sorry, and I never forgave him. But in the forest, I was alone again, desperate for the person I loved the most. And right then, I could almost understand why Espen's father did what he did. Hm. Aber was hat er getan? Ich glaube, hier geht es nicht wirklich weiter. Obwohl, hier ist eine Höhle. Eine fucking Höhle. Ich bin mir nicht sicher, ob wir durch die Höhle gehen sollen oder über den Berg, aber ich glaube, ich nehme mal die Höhle. Backhöhlen irgendwie. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich mag keine Höhlen mehr. Oh, aber wir können was. Oh, du Scheiße. Zurückgelassen tief in den Wäldern, weit weg von Erik, verschleppt von etwas anderem. Schwarze Flecken wie von Teer finden sich auf dem Stoff. Huldra muss sich seiner angenommen und es zum Huldre-Volk gebracht haben. Huldre-Volk. Nehmen wir einfach mal mit, das mumifizierte Baby. Kann man gebrauchen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht her. Okay, das heißt, wir müssen den Weg zurück. Und diesen einen Weg, wo wir schon die Brücke gesehen haben. Weiß nicht, ob ich es erwähnt habe oder ihr es gesehen habt. Da ist die Brücke. Ja, zumindest ein Steg oder irgendwie sowas. Der Standardsteg, den man schon im ersten Level verwendet hat. Okay, jetzt ganz leise. Schön, dass immer Lichter an sind. Aber trotzdem ist meine Taschenlampe doch lieber. Ey, wenn ihr wirklich Wikinger sind, die kann ich doch blenden mit meiner Taschenlampe. Sie denken, das wäre Teufelswerk oder Zauber oder... Oh nee, dann werde ich wahrscheinlich als Hexe aufgehangen. Dann doch lieber nicht. Dann doch lieber nicht. Dass hier mal so stöhnt und erschöpft ist, wenn man einen Berg hochgeht, das ist... Es ist wirklich gemacht. Das sind so die Details in diesem Spiel, die gerade sehr geil rüberkommen. Kommt man da hoch? Und by the way, nicht springen. Ich weiß nicht, ob mir das schon mal aufgefallen ist. Aber es sieht nicht so aus. Yeah. Krass. War da noch was? Und nicht. Was momentan passiert wirklich wenig. Es lebt gerade echt so einfach nur von der Stimmung. Es ist gerade so ein bisschen so ein Walking Sim. Ach, ich hätte was gesehen. Man sieht auf jeden Fall immer was. Man sieht immer was, was nicht da ist. Und das macht einen schon so ein bisschen panisch. Hinten ist eine beleuchtete Höhle, da ganz hinten, da. Oh, was haben wir denn da? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ist das Tor? Troll? Warum? Alter, wenn gleich irgendwas von hinten kommt oder so. Es kommt aus dieser Höhle.
Wohnt hier wieder ein Troll? Ja, da sieht doch nach... Hi. Und tschüss. Nein. Troll, bleib doch, wo du bist. Geh einfach mal da hinten hin, das Licht. Oh Gott. Ja, da ist eine Höhle. Hier kommt er bestimmt nicht her. Ducken. Das Problem ist, ich wollte jetzt eigentlich gucken, was noch in der Trollhöhle ist. Trolli! Er ist recht langsam. Aber ich glaube, das war es jetzt eigentlich auch schon. Wenn der aufstammt, da ist er. Hey! Ist klar bei dir? Dance. Mach ein paar Dance-Moves für mich. Ist aber ein hübscher Troll. Ja gut, okay, er kommt definitiv nicht hier durch. Das habe ich mir irgendwie schon fast gedacht. Dicker hängen im Hintergrund. Warum haben wir denn jetzt zwei Trolle? Ist das die Mama Troll? Die Frau Troll? Frau Trolli? Okay, da haben wir... Wer kommt? Oh krass. So groß, dass ein Troll durchpassen würde. Lass mal im Gucken hier. Kann man hier klopfen? Hallo? Sag Freund und tritt ein? Nein, auch wieder nicht? Okay. Okay, wir können daher oder wir gehen daher? Wir gehen, glaube ich, hierher. Weil hier wieder so schön beleuchtet ist. Ich glaube schon, dass Hello? Die... Is someone there? Please. Ist wieder so ein kleines Dörfchen. Erik ist hier. Versteck dich. Wo soll ich mich denn verstecken? Guck mal, ist eine Mauer, da kommt nicht rum. God damn it. Talk to me. Come out. I heard you whispering. Wir versuchen mal. Oh ne, wir können da nicht her. Ins Haus zu gehen, aber wir können... Ach, hier ist die Tür. Ich dachte, die wäre da vorne gewesen. Hey, stop! I just want to talk to you. Wo war der denn? War da jemand? Aber ein schöner Weberteppich. Die Hütten sind einfach mal so random wieder platziert. Ich glaube, die kenne ich schon. Oh, da hinten ist noch mehr. Noch ein ganzes Dorf. Wie kommen wir denn da hin? Aber Erik ist da. Erik, der die Kinder verschleppt. Dieser Bastard. Huch. Schöne Blumenwiese. Warte mal. Konnte man... Und hier wieder her? Nee. Oh, ist zu! Invisible Wall. Okay, das heißt, wir gehen wahrscheinlich hier zurück. Boah, ging ja nicht. Und hier kommen wir wahrscheinlich zum Dorf. Oh Mann, ich habe mich gerade voll vor dem Stein erschrocken. Ich dachte, das wäre auch wieder ein Troll oder sowas. Okay, Tür ist auf. Das heißt jetzt erstmal für mich, dass wir willkommen sind. Eine Rune. Ah, ein Safe Game. Force Borg. Das ist irgendwie so ein Tentakelmäßiges. Kann aber auch ein Baum sein mit Wurzeln. Und da sind ein paar Leute, die da drum fliegen oder tanzen. Irgendwie fühle ich mich die ganze Zeit verfolgt und beobachtet. Bin mir nicht sicher. Oh,
Aber da er ein Safe Point war, heißt es vielleicht, dass hier wieder etwas passieren kann. Okay, gehen wir mal raus. Hier haben wir wieder Tor, keine Ahnung. Erik, da hängt ein Brief. Zwischen seinem dicken Hammer, unter seinem dicken Hammer. Eigentlich ist es eine Axt, glaube ich. An alle mündigen, körperlich tauglichen Männer und Jungen. Hatis und Skolds Herrschaft in den Tunnel wird bald vorüber sein. Wir wollen die Waage in der Schlucht am Gebirgspass einfangen. Alle mündigen Männer und Jungen sollen sich am dritten Tag des nächsten Mondes vor Morgengrauen am Tor in Vidarbi versammeln. Wir werden die Bestien mit Schlachtabfällen in die Schlucht locken und die Türen für immer hinter den verdorbenen Brüdern verschließen. Wer seine Hilfe verweigert, dem droht die Strafe des roten Rotem-Eisen? Rotem-Eisen? Hirtmann, im Namen von Jarl Gay Myrskek. Schwupp, und das nehmen wir wieder mit. Hinten ist noch eine Hütte. Die recht zu ist. Genagelt. Hallo? Ich höre doch was. Oh, es ist, was? Ein Schlachter? Ein Schlachter? Hier ist irgendwie so ein... Was macht der? Er steht da einfach nur. Man hört immer Geräusche, aber man sieht keine Leute. I'm not sure, ob das gruselig ist oder... Ja, cool. Mich juckt da gerade ein bisschen. Okay. Hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir. Okay, gehen wir weiter. Milady. Warte mal, kommt da hinten noch über die Brücke, aber ich glaube, da kommt man einfach nur nach da hinten. Da hinten wieder eine Rune? Ne, ich glaube nicht. Hey! Open the door! I need to find my son! God damn! Where's my son? All gone. I'm not Eric. I think he has my son. Who is he? What's he going to do? If Eric has your son, Order, there'd be no hope for him. Now get you from my door! Ach du Sch... Da wollte ich noch rein. Ich guck mir die anderen Häuser an. Poor guy. Der verbrennt so oder einfach nur poor guy. Wie plötzlich das Ding entzündet ist, wa? Ich bin beeindruckt von diesem Wasserfall, von diesem absolut reißenden Wasserfall. Gott, okay. Von dem reißenden Wasserfall, wo wir nicht drüber kommen. Ja. Haben wir einen anderen Weg? Eine andere Möglichkeit. Ja, hier hinterher. Einfach mal so ganz nah an dem brennenden Haus. Warum nicht? Warum nicht? Ist ja auch nicht giftig oder gefährlich oder so. Hey, armer Kerl da drin. Alles gut? Auf Fuß machen. Fehlende Tochter, Geschichte der Dorfbewohner. Verflucht sei dieser alte Bastard Erik, verflucht sei er. Worum war heute Morgen nicht aufzufinden? Er muss es gewesen sein. Haben im Brunnen und an der Brücke im Dorf gesucht, aber Jorum hat sich schon immer vor Wasser gefürchtet. Haben Stiefelabdrücke vor dem Fenster gefunden. Mehr davon drin an Jorums Bettchen. Er ist fast 5 Jahre zu früh dran. Wieso? Was ist nur in ihm gefahren? Wenn ich dran denke, wie mein kleines Mädchen auf diesen Berg geschleppt wird und solch ein Schicksal erleidet. Die Dorfbewohner haben sich versammelt und sind sich einig, dass der Wolf sein Wort gebrochen haben muss. Die
teuflische Bestie muss nach noch mehr Kindern lechzen, um ihren verfluchten, unersättlichen Hunger zu stillen. Und wir sollen diese Ungerechtigkeit erdulden? Das müssen wir. Wir sind machtlos gegen ihn. Haben sie gejammert. Machtlos. Das Mannsvolk sagt, es dient alles einem höheren Wohl. Haben ihn vor die Füße gespuckt und der ganzen feigen Brut Lebewohl gesagt. Ich kann den Anblick von Eriks Haus auf dem Hügel nicht mehr ertragen. Eriks Haus auf dem Hügel. Kann man das vielleicht sehen von hier? Kein Plan, ob das der Hügel ist. Das sieht ja aus wie ein Lagerhaus. Ist hier wirklich ein Reich in der Bach? Okay, ich glaube, hier ging es weiter. Es ist wieder erkunden. Da ist einer! Hey! Oh, thank God. Hello? Excuse me? My son's been taken and I just... Oh, you're too late, bastard! Too late! It's done! I'm looking for my son. An old man with a white beard took him, and I think they came this way. Please, have you seen them? It's done! Don't you see? You whore son! You shan't take her from me now, Eric! You shan't take her! I don't know what you're talking about. I'm not Eric. I won't touch your daughter. Who is he? Does he have my son? Please, I need to know. The wolf! You simpering bitch! The wolf! The bastard was to take my little one to appease the great wolf. But I sent her on with a kiss. I sent my little girl on. Okay. Oh my God. Please don't tell me that's your daughter. Look what you made me do! Look at her! You hateful bitch! My baby! My beautiful mom! Oh Christ. No. I had to do it. Tell me I had to. Bastard! Bitch! The wolf will never accept a child so cold. Please. 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 Geh doch mal in deine Hütte, wa? Na gut. Sei bitte gleich noch da, wenn ich wieder rauskomme. Toll. Wofür bin ich hier reingegangen? Für nichts. Okay. Tja, mein Freund, ich kann dir nicht helfen. Ja. Es muss ja schrecklich sein, dieser Erik. Ich weiß nicht. Ich stell's mir auch ganz schrecklich vor. Warte mal, kommt man hier noch her? Aber war vermutlich wirklich die einzige Lösung, wa? Wenn der Erik die Kinder dem Wolf opfert. Okay, vielleicht ist das der Weg. Vielleicht ist hier ein Weg. Nee, hier ist einfach nur nichts. Okay. Runter zum Fluss. Ich hoffe, der Fluss ist sicher. Okay, da ist eine Brücke. Der Fluss sieht wirklich kalt und reißend aus. Da habe ich nämlich keine Lust reinzufallen. Okay, wir machen wieder schnell. Ich mag keine Brücken. That village. And that man. That poor man. My heart was aching for Espen, but after I left the village, my heart started to harden. I was still frightened and scared. I felt small and alone, but I was also angry. This man, Eric, had taken my son. He lured Espen away while I slept, and it wasn't the first time. He had poisoned the whole island.
he was dangerous. Dangerous? I didn't know what I would do when I caught up to them. I just knew I wasn't going to let this man take one more child. Das ist mutig, Mama. Wirklich mutig. Okay, haben wir wieder eine Höhle. Komm hin. Hier scheint es noch wieder irgendwas zu... Eine Geige. Ich wusste, dass es hier ein Secret gibt. Ich hätte hier auch eins versteckt. Geheimnisvolle Musik ist zu hören. Die lockt die Menschen herbei und zwingt sie zum niemals endenden Tanzen. Das muss die Fiedel von Fessles... Was? Fessle Frick sein. Fessle Frick. Andere Geschichte. Wir nehmen Fessle, Fessle Fricks Fiedel mit Fidel. Ums Fidele Fiedel mit. So, ja. Okay, und dann geht's da oben weiter. Aber ich war gerade schon da hinten, weil ich nämlich auch dachte, da gibt's was. Und dann da. Ich rieche sowas immer. Rieche sowas immer. To the left. To the right. No. You have to decide. Und da gibt's wieder Runen. Hier oben kommt man auch hin. Und eine Brücke, wo wir nicht weiterkommen. Das ist ja... Ups! Ich bin da irgendwie gerade runtergefallen. Okay, okay, kein Problem. Okay, da ist wieder dieser Baum. Ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen im Baum. Und ein paar Leute mit Messern, die das anscheinend lynchen wollen. Und da oben ein Mädchen, ein alter Mann, Raben auf der Schulter. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt hierher gehen müssen oder da oben. Ich gehe nochmal eben zurück. Ist das wieder so ein doppelter Weg? Gehe ich hier nochmal eben. Das sieht sehr einladend aus. Verdammt nochmal, sehr einladend. Ich gehe erstmal daher. Wenn das der Weg ist, ja, dann... Der sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus hier. Ich glaube, hier kommt man wahrscheinlich einfach nur wieder runter zum Dorf oder so. Oh. Lol, spooky. Eine Axt. Ein Secret? Kann ich die Axt nehmen? Das ist cool. Verdammt cool gemacht. Ja, gibt's nicht mehr. Schade. Ist hier wirklich nichts? Gar nichts? Das ist echt geil. Warte mal, einmal posieren für einen Screenshot. Ja, warte. Da. Tada. Das ist super. So, das nehme ich. Ich hoffe, ich nehme es. So. Jetzt einmal weiter hier im Text. Dann müssen wir doch in den Spooky Wald gehen. Oh Gott, ich hab Angst. Weil im Moment wechselt sich's immer so ab mit ruhiger Walking-Szene und dann wieder irgendwas Gruseliges. Obwohl der Troll zweimal, ich weiß nicht. Ah, das ist wahrscheinlich hier... Ach, da hinten ist das brennende Haus. Ist das dann Eriks Hütte? Oder ist das einfach nur... Tüti. Oh Mann, warum? Warum? Warum macht ihr das? Warum habt ihr das getan? Okay, ich schätze, wir müssen da durch. Es ist eher so eine Art Partyraum. Wir können aber auch außen rum, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Rote Hochzeit oder was? Sieht auf jeden Fall. Ich meine, sie wurden beim Essen getötet oder vergiftet. Das kann natürlich auch sein. Oder vielleicht haben sie sich auch selber vergiftet. Okay. Oder um es mit den Worten abzuschließen. Okay, da geht es auch wieder raus. Da gehen wir mal auf. Mit den Worten abzuschließen, wie ich es schon in The Park gemacht habe. Sie hängen einfach so rum. Auf der Party. Er hat sogar noch ein Schwert und ein Schild. Also hat sich anscheinend nicht mehr gewehrt.
Ein Horn. Mein Horn. Das können wir aber nicht mitnehmen. Wäre jetzt witzig, wenn wir den runterkicken könnten. Hui! Tut mir leid. Das muss auch mal sein. Ein bisschen Spaß. So, dann können wir da raus. Achso, hier können wir noch gucken. Sind das Kinder? Die ist irgendwie so klein. Oh. Okay, vielleicht gibt das ein bisschen mehr Aufschluss. Fest und Tod. Geschichte der Dorfbewohner. Diese Nacht wird sowohl Freude als auch Leid bringen. Auf unserer verrotteten Insel sind endlich keine Kinder mehr übrig. Außer meinen eigenen beiden Babys. Erik und sein verfluchter Wolf haben uns fast all unsere Kleinen beraubt. Wir sind uns des Schicksals bewusst, das uns, die wir die Abmachung mit dem Wolf nicht einhalten konnten, erwartet. Heute wollen wir ein Fest für alle veranstalten, die kommen mögen. Wir werden fröhlich und in warmer Gesellschaft sein und die Götter noch einmal stolz auf uns machen, falls es diese Narren jemals waren. Wenn wir zu tief in unseren Krügen gesehen haben, um noch Angst zu verspüren, werden wir alle ein Schlückchen vergiftetes Met trinken, denn hier gibt es sicherlich nichts mehr für uns. Meine eigene Familie werde ich von den Balken hängen lassen. Der Bastard wird unsere Familienehre nicht besudeln, indem er eines meiner Kinder der verdorbensten Kreaturen aller neuen Welten. Was? Indem er eines meiner Kinder der verdorbensten Kreaturen aller neuen Welten gibt? Mögen die Götter uns den verfluchten Narren vergeben. Und wir in alle Ewigkeit trinken und fröhlich sein. Skoll. Okay. He gave his children to some creature. He couldn't have meant it. Child sacrifice? Oh my god, Espen. I have to find him. Ja, doch zunächst schauen wir uns erst noch hier um. Wir suchen den Sohn, aber haben dann die ganze Zeit... Okay. Okay. Wir suchen unseren Sohn, aber lesen die ganze Zeit noch Texte und so. Und gehen in jede verdammte Hütte. Hallo? Das ist interessant. Der Tunnel? Warum kann man hier rein, wenn da nichts ist? Fragen über Fragen. Da können wir noch hoch. Dann ist hier wieder so ein Tor, da geht's dann weiter. Schade. Schade. So. Also hier geht's nicht weiter. Wieder nur durchs Tor. Oh, da ist wieder ein Anschlag. Also ein Zettel angeschlagen. Gebt acht. Der Hirt. Eine Huldra sucht diese Gegend heim. Die Schlampe frisst alles und jeden, den sie in die Finger bekommt. Wenn ihr passieren müsst, so führt stets eine entzündete Fackel mit euch. Verfluchte Kreatur hasst das Licht. Männer der Hirt. Nice. Dann treffen wir jetzt auf die Hirt. Aber wir haben ja quasi eine Fackel. Eine Fackel der Moderne, sozusagen. Ich hoffe, das reicht. Dass das den Hirt oder die Hirt abhalten wird. Wäre mal schön, wenn wir noch einen Anhänger finden würden. Dass wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber naja, wir müssen schon auf dem richtigen Weg sein. Ernst? Okay, es geht also auf den Berg. Richtung Erik. Wäre geil, wenn jetzt die Taschenlampe ausgehen würde. Okay, Safe Point. Crossboard. Sind dieselbe Zeichnung drin. Glaube ich zumindest. Das heißt, jetzt werden wir wahrscheinlich auf den Hirt treffen. Das Hirt, die Hirt. Hallo?
Oh, Hirt. Verkaufe diese schönen Lederjacken. Oh, das war ein Felsen. Das war ein Felsen. Ein Fels in der Brandung. The left. The right. Gehen wir erstmal hier gucken. Oh, die Quelle. Ich habe die Quelle gefunden. Hier ist eine Brücke. Okay, das heißt, wir gehen mal dann nochmal runter und dann hier irgendwo hin. Sofern wir da weiterkommen, aber ich glaube. Oh, hier gibt es doch was. Ein Torso. Oder so. Ein Arm. Noch irgendwas? Ein Horn. Und der Rest vom Partytier. Was ist das? Ein Maul? Alter. Ist das für ein Viech? Hier war definitiv ein Nest. Oh, okay. Eine Ziege war es. Eine Ziege. Fliegen. Geh weg. So, dann... jetzt über die Brücke gehen. Die war... Wo war die denn? Right here. Right now. Da. Knapp daneben ist auch vorbei. So, Brücken. Ich hasse Brücken. Hier, da geht's weiter. So eine Art, oh, eine offene Tür. Okay. Ist doch einladen. Was? Was? Ja, ich gehe erstmal da hoch. Okay, übersetzen bitte. Das ist wahrscheinlich eine Warnung. Huch! Ach so, ein Felsen. War ja klar, dass das hier nicht weitergeht und wir durch die Tür müssen. Na gut. So sei es drum. Ah, kleine Ruckler hier und da. Aber ich glaube, auf der Aufnahme ist alles okay. Da hinten. Okay. Da ist sie. Okay, das ist der Hirt. Oh Gott. Schnell weg. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Geh mal weiter. Hey, Hirt, Herr Cumming. Hey, ich hab doch geleuchtet. Ich hab doch geleuchtet. Ich hab doch geleuchtet. Warum ist sie nicht abgehauen? Oh Mann. Okay, aber der Seitenweg war schon gut. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal nochmal. Und beeilen uns dann einfach ein bisschen mehr. Aber ich hatte ja natürlich wieder Angst, was zu verpassen. Na komm, jetzt lad schon. Lad schon. Fülle den Kreis mit Liebe. Dreh dich schneller, mein Freund. So, da haben wir es doch. Oh, ein Glück, hier wurde nochmal frühzeitig gespeichert. Glaube ich zumindest. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Ach nee, die Brücke wieder. Okay, noch ein Stück weiter.
Okay, das heißt, es wird wirklich nur an den Ruden gespeichert. Das heißt, wir müssen nochmal kurz über die Brücke. Okay, ich versuche sie dann einmal wieder wegzulocken, wenn sie angerannt kommt. Das hat ja gerade auch funktioniert. Oder ich gehe einfach ganz schnell. Ich hoffe, dass sie mich nicht sieht. Aber ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Ich denke mal, wenn sie schreit, dann ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich umzusehen. Genau, hau ab. Geht mit dir. Nimm diesen Weg hier. Weg mit dir. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Hoch. Er rennt auf jeden Fall weg. Oder es, oder sie, oder was auch immer. Was ist denn hier? Aufwärts? Müssen wir da hoch? Ist das ein sicherer Platz? Ich gehe einfach mal weiter. In den oberen Weg. Ja. Verpiss dich! Zu deinen Hirten! Eine Höhle. Da rennt sie rum. Weg mit dir. Ich hasse das Vieh. Aber hier ist, nee, hier ist doch nichts. Scheiße, hier ist doch, hier ist was. Huch. Nice. You should be here. Okay, die Musik verstummt. Entweder sind wir hier ganz falsch oder ganz richtig. Es wird wieder Tag, so wie es aussieht. Rennt der da noch rum? Okay, da war der Safe Point. Wir sind also richtig. Da oben geht's, glaube ich, weiter. Boah. Nervenkitzel pur. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben den Hirt besiegt. War gar nicht so einfach. Aber ich habe ihn angeleuchtet. Ich habe ihn das erste Mal angeleuchtet. Ich mag das nicht, wenn solche Bugs im Spiel sind. Wenn man eigentlich das macht, was man machen soll. Ach so. Nice. It sounds like a cliche, but I thought monsters were just in books and movies, in our dreams. But on the island, there were monsters everywhere. That blind creature, it almost killed me. The horrific thing in the cave. And Eric had taken my son. I wanted to hurt them all. I wanted to just... I wanted them to be scared. Does that make me a monster too? Sind wir auch ein Monster? Bin mir nicht sicher. Ob wir jetzt da lang müssen oder vielleicht der Weg da vorne? Es gibt anscheinend wieder zwei Wege. Oder hier ist einfach wieder Ende. Irgendwas ist da aber noch. Okay, hier kommt man noch drüber.
Aber ich will jetzt nochmal den anderen Weg gehen. Auch wenn wir da vielleicht dann auch wieder rauskommen. Vielleicht finden ja wir ja was. So. Wenigstens bleibt man nicht in der Welt hängen. Also so Glitches sind ja schon okay, aber wenn man hängen bleibt, das finde ich immer blöd. Diese Schlucht finde ich halt gerade sehr... Oh, da ist eine Brücke da oben. Kommen wir da wohl her? Da sind wir da hergekommen? Ne, da müssen wir, glaube ich, her. Das ist wieder ein Tor. Auch verschlossen. Das ist wie immer dieser Wolf drauf. Das scheint wirklich eine Gottheit zu sein oder so. Okay, hier kommen wir drüber. Der andere Weg wäre vermutlich gewesen hier vorne. Kommen wir jetzt da hoch? Kommen wir einfach nur runter? Ich glaube, das ist der Weg. Hoch kommen wir wahrscheinlich nicht. Und es geht wieder durch den Wald. Weiter. So ein Viech schon wieder. Scheiße. Oh. Komm, lauf! Da. Hab ich's angeleuchtet oder nicht? Hab ich doch. Hab ich doch. Was soll das denn? Was soll ich denn noch machen? Wenn das Viech einmal angreift, dann ist es scheiß, scheißegal. Scheißegal, ob wir Taschenlampe haben. Hat zwar Angst vor dem Licht, aber scheißegal. Ja, gut. Dann, machen wir's halt nochmal. Hat ja keine Ahnung, dass der Hirt dann schon wieder da ist. Gehen wir diesmal wieder diesen Weg. Hält ja auch fit, so eine extra Hunde. Kann man halt ein bisschen, kann man halt nochmal ein bisschen trainieren, ne? Ein bisschen Speck, ne? Den dicken Popo hier, den Wackelpopo ein bisschen trainieren. Ja, der Popo ist schon komisch animiert, finde ich. Also, aber okay, die Models sind halt so 10 Jahre zurück, aber das ist auch nicht so schlimm, finde ich. So ein paar kleine Marken darf so ein Spiel ja auch haben. Vor allem, wenn es nur 18 Euro kostet. 15 hätte ich jetzt gesagt. Ficken! Es ist richtig matschig, wenn es zerkaut wird. Ach Mann! Okay, es kam also irgendwie von hinten. Da müssen wir aufpassen. Aufpassen. Da haben wir noch keine andere Möglichkeit. Wir müssen ja durch dieses Stück gehen. Aber nervig ist das schon. Müssen wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen. Und gut beobachten, wo der Hirt hinläuft. Damit wir sehen, in welche Richtung wir leuchten müssen. Aber irgendwie konnte man das auch nicht so wirklich gut vorausberechnen, wo das Viech jetzt herkam oder nicht. Aber meistens kommt es dann wahrscheinlich von hinten. Das heißt, wenn wir den Sound hören, drehen wir uns einfach mal um und hoffen, dass der nicht schon losgetriggert ist. Aha. Vielleicht darauf achten, wo das Viech hinläuft. Müsste jetzt eigentlich hier in der Ecke sein irgendwo. Weg mit dir. Okay, okay. Bleib bloß weg. Da müssen wir anscheinend her. Okay. Weg mit dir.
Wenn er drüber? Können wir, okay. Ich hoffe, es hasst Wasser. Okay. Und Tür zu. Der ist blöd. Aber ich glaube, es kommt nicht durch Wasser. Es hasst, glaube ich, Wasser. Okay. Ich hasse solche Sachen. Ich hasse solche Sachen. Ich mag sie wirklich nicht. Nur mit einer Taschenlampe bewaffnet. Ein Kinderbettchen. Nein, sag bloß, wir müssen da. Das ist nicht der endgültige Weg. Geht's hier nicht weiter? Müssen wir wieder zurück? Geht's wieder zurück? Oh ne, wo müssen wir denn lang? Nach links irgendwie? Gucken wir mal. Gleich da hoch. Da hier hoch. Ah, da geht's weiter. Okay. Nee, hier sind wir doch hergekommen. Sind wir hier nicht hergekommen? Hier sind wir hergekommen. Hier geht's auch nicht weiter. Toll! Super Spiel. Gut gemacht. Denken wir mal, man ist sicher und dann sowas. Natürlich auch nach links müssen. Ich hasse diesen Part. Ich hasse ihn jetzt schon. Ich hasse sowas. Warum könnte man da nicht weiter? Okay, ich versuch's nochmal. Und guck mich nochmal an der Stelle hinter dem Wasser um, ob es da nicht doch irgendwo weitergeht. Oh ne, auch noch von ganz vorne, ey. Einfach mal 2000 Versuche für diesen Teil. So. Das ist echt blöd mit den Save Points. Ich verstehe nicht, warum die das gemacht haben, dass man nicht jederzeit irgendwie speichern kann. Okay, was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir können ja nur... Können wir auch hier irgendwo hin? Ach, wieder außen rum. Wir gucken einfach mal. Also wieder? Weiß auch gar nicht, was der von mir will. So, da hinten ist der Fluss. Hier ist einfach nichts. Da rechts geht's auch nicht weiter, da oben auch nicht. Hier, scheinbar kann es doch irgendwie durch den Fluss. Ist sonst nichts. Da müssen wir durch die Hütte gehen. War hier noch irgendwie was? Ach, hier geht's weiter. Ach, okay. Das war die Rätsellösung. Hätten wir mal ein bisschen. Haben wir alles umsonst gemacht. Okay, hier geht's hoch. Warte mal, da ging's auch runter.
Nee, doch nicht. Okay. Ein Schild. Gut. Haben wir das auch gemacht? Ah, gut. Heidwind. Oh. Hi. Wollt euch nicht stören. Alles klar bei euch? Ja, gruselig, wenn er auf einmal so machen würde. Aber macht er nicht. Okay, okay. Hat er was zu lesen? Das Geschrei. Geschichten der Dorfbewohner. Das Geschrei. Das Geschrei dieses Miststücks. Ich kann es nicht länger ertragen. Das Geräusch klingt so seltsam hier oben in den Hügeln. Ich kann hören, wie sie Vögel fängt und nach ihrem Gefährten ruft, der schon lange fort ist. Wie sie den Verlust ihrer Augen betrauert. Scheint, als hätte die Wache vor ein paar Tagen eine Falle aufgestellt. Hat sie mit einem Haufen toter Krähen in die Nähe des Wachturms gelockt und kochenden Teer auf sie gegossen, als sie näher gekommen ist. Sie haben versucht, mit brennenden Pfeilen auf sie zu schießen, aber eher findet man ein Pferd mit Kiemen als einen Mann der Wache, der gut zielen kann. Wir haben einen... Ach nee, war nur eine Benachrichtigung. Ich dachte, ich hätte ein Achievement gekriegt. Der zielen kann. Das elende Ding ist nicht gestorben. Ist nur wehklagend in der Dunkelheit verschwunden. Aber das Geschrei, wenn sie mir nicht den Schlaf rauben würde und ich wegen ihr nicht meine eigene verlorene Liebe nachtrauern müsste, hätte ich beinahe Mitleid mit ihr. So wie ich Mitleid mit diesem alten Mann Erik und seiner furchtbaren Aufgabe habe. Eine furchtbare Aufgabe. Also Erik macht es auch nicht quasi beabsichtigt. Böswillig. Das meine ich. Okay, gehen wir mal weiter. Und auch hier wieder Hangman. Alle Dorfbewohner. Aber warum haben sie Tüten um? Das ist einfach nur so eine Jugendschutzsache. Oh ja, wenn die Tüten um haben, dann ist nicht so schlimm. Ab 16. Zack. Und auch hier liegt das Skelett wieder sehr, sehr lange rum und hat noch ein Messer in der Hand. Und hier gibt es wieder was zu lesen. Der Krieg, Eriks Geschichte. Erik hat heute Nacht von dem Pakt und dem Krieg vor langer Zeit erzählt. Man sagt, man könne die Schreie Ragnarok überall hören, selbst als unser Volk hierher in Sicherheit gebracht wurde. Erde bebte, riesige Bauten Asgards fielen aus dem Himmel über den Berg, den wir heute Fagfjeld nennen. Fenrir tötet Odin, legt beinahe alle Welten in Schutt und Asche. Nur wir auf Hodymirs Holz blieben übrig, hierher geführt von Odins Sohn Vidar. Scheint etwas Geschichte zu sein. Ich kann damit leider überhaupt nichts anfangen. Und hier nochmal der Hinweis. Schaut mal bei Detox vorbei. Er kennt sich aus mit der nordischen Mythologie. So. Tante. The dead lay restlessly there. Forgotten by everyone. When my father died, we buried him. And we mourned him. I told Espen he was in a better place, and to remember his grandfather as he was before he got sick. Who was mourning these people? Where were they remembered fondly? It seemed like the people on the island had been fighting to hold on for so long, then just let go. But I wasn't ready to let go. I wasn't ready to let Espen become a memory. Ja, sie mag Espen wirklich sehr. Wir haben es gecheckt. Und hier gibt es wieder ein paar Hütten. Und sehr viele Knochen. Sehr viele Knochen. Und wieder was zu lesen. Der Reading Simulator. Die Brüder sind eingesperrt. 1. Geschichten der Dorfbewohner. Der Tag war erfolgreich. Die Ältesten haben endlich beschlossen, dass den Wagen Einhalt geboten werden muss. Und sehet, wir haben es geschafft, die Bastarde in der Schlucht einzuschließen. Wir haben einige junge Männer als Kundschafter in die Tunnel geschickt und sie angeordnet, zurückzukehren, wenn sie die Welpen rumschleichen sehen. Nachdem diese Aufgabe abgeschlossen war, ist die Gruppe von uns mit toten Ziegen und Eimern voll Innereien durch die Tunnel hoch in die Schlucht geschlichen.
Die blutige Sauerei wurde in einer dunklen Ecke des Gebirgspasses auf dem Boden verteilt. Der Geruch von Blut hat die dumme Kreatur angelockt und sie kam schnüffelt in die Schlucht gelaufen. Ich hatte sie nie zuvor gesehen und ihre Größe machte mir Angst. Sie war gigantisch, so groß wie ein Mann, doch dünn und kränklich aussehend. Auf beiden waren Zeichen zu sehen. Auf beiden waren Zeichen zu sehen, die in der Dunkelheit zu leuchten schienen, als sie aus den Tunneln traten. Ach so, zwei Bestien. Zwei Viecher? Zwei Viecher? Oh, warte mal, da hängt ja noch einer. Ein kompletter. Mensch, Mensch, Mensch. Aber wir gehen weiter unseren Weg. Wir suchen Espen. Okay, ich schätze, da geht's weiter und hier kann man nochmal kurz einen Abstecher machen. Ah, erschreck mich nicht so, Hütte. Tor. Aber hier geht's auch irgendwie weiter. Hallo? Mann? Cool. Okay. Lass dich stören, Bro. Alles cool. Geh mal ein Feld mähen oder so. Zu lesen. Ups, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte lesen! Ich wollte lesen, verdammt! Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Komm, ich kann das nicht mehr lesen. Ach, scheiße. Okay, wohlgemerkt, man kann auch einfach nehmen, anstatt zu lesen. Das ist natürlich blöd. War da oben noch was? Ja, da oben war noch was. Ich frage mich, ob wir eigentlich runter müssen. Okay, wir gehen nochmal kurz zurück und gucken, ob wir da unten noch was finden. Weg ist er, der Sensenmann. Immer ist. So, wo ging es denn nochmal? Ach ja, hier. Ich glaube, hier war auch noch was. Eine Hütte zumindest. Und da ist auch noch so eine Art... Ja, da gucken wir gleich auch nochmal. Eine Laterne. Sieht ja sehr einladend aus. Oh, hallo. Die liegt auch schon länger da. Ey, wir haben Horn gefunden, zweites. Bruder, ich fand... Eine Tote, ein Widderhorn. Mehr gibt es hier anscheinend nicht. Okay. Oh! Wieder so ein toller. Hi. Tolle Aussicht. Ich hätte mir hier die Hütte hingebaut. Aber na gut. Da kann ich alles sagen. Gut, dann gucken wir nochmal eben nach hinten. Da war doch irgendwie so ein Unterschlupf oder so. Weiß nicht, ob wir da hinkommen. Oh, fuck. Okay. Das sind sehr viele Tote. Kommen wir da hoch? Nee, kommen wir nicht. Okay, das ist so eine Art Massengrab, schätze ich. Okay. Aber wir haben ja schon den Safe Point geholt, dann wissen wir, dass es da hinten weitergeht. So. War das denn nochmal? Achso, hier. Toten Mann vorbei. Ja, vielleicht war es der Tod, der hier quasi das Dorf verlassen hat.
Seine Arbeit ist getan. Der Sensenmann. Aber was ist dieser Insel widerfahren? Was ist hier passiert? Das ist eine Geschichte aus der Mythologie mit dem Wolf und dem Erik. Der What's that sound? Den da abholt. Hört sich wie ein Horn an. Was? Tut mir leid, ich lebe da. Hä? Bitte was? Was ist da gerade passiert? Was ist da gerade passiert? Das sah aus wie ein Felsen. Aber wo müssen wir hin? Sie sagt ja, sie geht wieder, also gehen wir wahrscheinlich zurück. Vielleicht müssen wir ihn irgendwo einsperren oder so. Vielleicht hat das mit dieser Knochenhaufen noch irgendwie eine Bedeutung. Vielleicht müssen wir ihn ja irgendwie reinlocken oder so. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber erstmal. What's that sound? Wo war das denn überhaupt? Auf jeden Fall so eine Art Wächter. Einfach mal. Ah, warte mal, hier. Folgt es uns noch? Warum ist hier Musik? Hat der Baum ein Gesicht? Ich sehe überall Game of Thrones hier. Scheinbar war das der richtige Weg. Okay, da kommen wir also nicht her, aber vielleicht können wir hier drüber eine alternative Route. Ah, okay, jetzt kommen wir hierher. Verstehe, verstehe. Und eine alte Brücke. Looks dangerous. Eine Schlange. Text, aber es sieht gleichzeitig aus wie eine Brücke. Also als ob der Körper eine Brücke ist. Und ich schätze, da hinten müssen wir hin. Das Viech, dieser Wächter, wo war der denn? Der ist da. Das scheint irgendwie der alternative Weg gewesen zu sein. Vielleicht gehen wir den auch. Wir beeilen uns einfach mal. Okay, jetzt sind wir hier oben. Er passt auf. Er passt ganz gut auf. Er beobachtet unsere Schritte. Gott. Ich hoffe, die Brücke. Ja, bleib du mal da. Ist ja genau richtig. Du bist ja ein Wächter. Frage ist, können wir hier jetzt nochmal hin? Zur Hütte zum Beispiel? Vielleicht müssen wir ganz leise sein. Wäre blöd, wenn wir jetzt sterben. Ah ne, da kommt man hin. Ach, ist eingezäunt. Anscheinend safe hier. Da bleibt jemand da. Keine Geschichte zu diesem Viech. Doch, da. Das Wildschwein. Der arme Teufel. Ich kenne ihn aus den Geschichten. Serimne, der Verrückte, wurde, weil er jede Nacht von den hungrigen Kriegern vom Valhall gebraten und gegessen wurde. Seine Flucht scheint ein sehr schlechtes Omen. Was soll die Gefallenen jetzt verspeisen?
wollte mich nachts an ihn heranpirschen, um zu sehen, ob die Legende wahr sind. Die Bestie schlief tief und fest, also habe ich mein Messer gezückt. Herrliches, blutiges Fleisch fiel von ihm ab. Muss ganz frisch gegessen werden. Ein langes Warten verwandelt das Fleisch zu Rinde. Der Geschmack ist besser, als ich es gewohnt bin. Aber es lässt sich am nächsten Morgen nur schwer ausschneiden. Werde vielleicht Erik anbieten, etwas davon mit ihm zu teilen, wenn ihn sein Weg das nächste Mal zu mir führt. Die Götter wissen, dass er schon lange ein schweres Leben führt. Seit die Abmachung getroffen wurde. Auch er ist nur eine arme Kreatur. Okay, das ist also... der siebte Vater. Guten Abend, Väterchen. Hast du ein Zimmer für die Nacht für mich? Hier kann man schon eine ganze Menge finden. Okay, das Viech ist also... ein Wildschwein, das jede Nacht verspeist wird. Okay, das arme Ding. Lassen wir es mal in Ruhe und hauen einfach mal ab. Okay. Da geht's dann weiter. Gefährlich, gefährlich. Eine weitere Brücke wartet auf uns. Aber wir haben keinen Anhänger mehr gefunden. Gerade ob wir hier schon mal waren. Das sind, glaube ich, die Brücken, ja, wo dieses Viech war. Jetzt sind wir quasi oben. Da sind wir einmal rumgelaufen. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher. Doch, ist, glaube ich, so. Schön verzwicktes Level. Und wir gehen den Berg immer weiter. Bis wir irgendwann zu Erik kommen, hoffe ich mal. Hallo? Oh! Hallo. Lass dich nicht stören. Ich wollte dich... alles gut. Alles gut. Alles gut, Berg. Was ist... was zum... ist der eingesperrt? Klemmt der fest? Ist das diese Höhle? Okay. Scheinbar ein Safe Point. Nein, ist das denn? Wir gehen einfach mal weiter. Ist das geil gemacht. Zwei Trolle. Hey, die kämpfen irgendwie. Wir bleiben einfach mal hier. Die kämpfen. Kann man hier außen lang? Hallo, Auge. Das ist ein Ach, okay, das ist ein Rabenkopf, der auf dem Kopf liegt. Jetzt sehe ich es auch. Ein Kopf von einem Raben. Vielleicht auch wieder irgendwas zu bedeuten. Er lacht. Mal eben gucken, ob die immer noch kämpfen. The troll have to be quiet. So viel zum Thema quiet. Okay, das wird ein bisschen schwieriger, ja? Ah, ich wusste, das schon wieder nicht klappt, ey. Okay, wir müssen wahrscheinlich direkt dahin, wenn die am Kloppen sind. Sonst, kloppt er uns. Sonst haut er voll drauf. Okay, also Beeilung jetzt. Los, lauf, Mami. Geschafft. Party time. Hey, hey, hey. Du kommst ja nicht hier rüber, oder? Hi.
Oh, das ist ein Fucker! Ah! Ich dachte, er kommt da nicht rüber. Okay, wir sind leise und beeilen uns das nächste Mal. Das ist scheiße. Das kann ja nicht wahr sein. Okay, aber wir wissen jetzt, wie wir drüber kommen. Einfach durchrennen. Das ist aber natürlich auch blöd, weil wir da nicht in Ruhe gucken können. Aber egal. Ich glaube, das Leben ist wichtiger als gucken. Deswegen machen wir das jetzt und hoffen, dass er uns nicht hinterher rennt. Dieser verdammte Troll. Das ist eine Trolle. Warum gibt es so viele Trolle in der nordischen Mythologie? Warum? The troll. Have to be quiet. Have to be quiet. The quiet lady. War jetzt quiet genug, oder? Oh fuck. Nice. Sehr nice gemacht. Ah, der Baum. Wir sind jetzt oberhalb des Baumes. Ich bin gar nicht da. Ich bin nicht da. Genau, kratze ich erstmal am Kopf. Scheiße. Okay, er geht wieder. Geht er zurück, das ist sehr gut. Heißt's. Wir machen uns auf den Weg weiter. Geschafft. Hello, darkness, my old friend. To come to see you again. Tut mir leid, die Musik passte irgendwie. Okay, eine Höhle. Ich wollte die Stimmung nicht kaputt machen, tut mir leid. Yummy. Sonst was hier in der Höhle? Glaub nicht, okay. Nicht mehr da. Oh, das sieht doch sehr nach... Ja, keine Ahnung. Aussichtsplattform aus. Haben wir es geschafft? Sind wir angekommen? Ah, muss weitergehen. Ich kann hier nicht bleiben. Ich muss Aspen finden. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Der Troll müsste jetzt unter uns sein. Vermute. Wir sehen ihn, wenn wir über diese Brücke gehen. Also theoretisch. Okay, er ist weiter weg. Lassen wir das. Okay, wir gehen definitiv auf den Berg. Da soll Erik sein. Und ich habe irgendwie die Vermutung, dass wir bald da sind. Dass wir dem Ziel immer näher kommen. Und hier ist auch eine Tür. Und in der letzten Folge sind wir so gerade eben... Ja, was haben wir gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Wir sind auf jeden Fall durch dieses Tor hier gegangen. Und wir müssen jetzt uns weiter auf den Weg nach unserem Sohn machen und weitere Wikinger-Mythologie erforschen. Zum Beispiel diese wunderschönen Nordlichter hier. Wow, geil. Ein Tor mit einer Fackel. Können wir die nehmen?
eigentlich nicht, ne? Oh, wir sind wieder an einem Dorf. Da hinten liegt ein Laserschwert, das ist geil. Eric's house. Maybe Espen's inside. Woher weiß sie jetzt, dass es Eric's Haus ist? Wir gucken erstmal hier bei dem Laserschwert. Ein Schlund. Eine Wolfshöhle? Es ist wirklich ein fucking Laserschwert. Es ist ein fucking Laserschwert. Was? Warum? Okay, wir gucken erstmal bei Eric's Haus. Ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall gemütlich aus. Sieht ein bisschen aus wie unser Haus. Mit dem Scheißhaus draußen. Es ist sogar ein Scheißhaus draußen. Und es ist sogar ein Seil. Ich dachte erst ein Stromkabel. Gehen wir mal erstmal hier rein. Hallo? Mom! Eric! Espen! You found my reflectors! Yes, I found them, little man. Are you okay? Did he hurt you? Mom, I'm fine. You're sure? Yes. Okay. Come on, we have to get out of here right now. Mom. He could be back in a minute. I think we just have to run. Mom! Don't want to get cornered in here. Mom, listen to me! What? We have to go. Mom, I'm not going. Huh? What do you mean? I can't go with you, Mom. I left the trail for you so I could say goodbye. Me? Espen, you don't know what he's going to do. I've seen things, read things. I think he's going to try to... I know, Mom. I know what he's gonna do. And what I have to do. Espen? Kommt. He's coming. Richtig. Quick, hide. Heida. Da ist also Eric. You should not have come here. You took my son. You're a murderer. You take children from their homes. The fate I suffer is not one I enjoy. Nor is it one I have any choice in. The fate you suffer? What about these children? All these children? They are chosen. They must come. Some of them, like your brave son, even choose to come. They're children, you fucking monster! They shouldn't decide if they live or die! You lie to them! You lured them! I don't lie. I only tell them what must happen. There's no time for this. Sunrise draws near. Espen, we must leave. Get back! Don't Mom, you touch it's him. Okay. It's going to be okay. No, don't hurt her! Run, Espen! Run! You cannot protect him any longer. Mom! Mom! Frauenschläger! Okay, Espen ist also freiwillig da mitgekommen. Er muss irgendwas erledigen. Er muss irgendwas tun. Das ergibt alles keinen Sinn. Zumindest sehe ich ihn jetzt noch nicht. Oh. Espen? Tja. Der Eric hat den Espen weggebracht. Oh. Bastard. Ist das ein Trollkopf? Da hat der alte Hauding Erik tatsächlich einen Trollkopf hier hängen. Wie geil. Wie geil. Der Erik ist wohl ein Jäger. Ein mutiger Krieger. Ich meine, Rüstung hat er ja auch. Wenn wir uns erstmal ein bisschen hier umgucken. Das sieht gemütlich aus. Leben tut er auch gerne. Okay, er hat einen. Aber er hat auch kein Badezimmer hier. Auch keine Matratze im Bett. Das ist, die Wikinger haben wirklich sehr hart geschlafen, glaube ich. So, oh, abholen. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Andere Geschichten. Okay, ein Schlüssel haben wir. Ein Schlüssel für was? Vielleicht für eine Tür? Gibt's noch was zu lesen? Alrighty then. Bifrost, Eriks Tagebuch. Heute Morgen konnte ich kaum in den Spiegel sehen. So sehr ekelt mich der Gedanke an meine Aufgabe an, dass ich kaum essen kann. Diese vergangenen Jahre, so lange. Väter und Mütter verstecken ihre Kleinen vor mir, je näher der Zeitpunkt rückt. Doch ich finde immer eins, egal wie weit ich gehen muss.
versteckt in einem Vorratsschrank oder unter einem Bettchen. Ich schleiche den Berg hinunter und nehme sie mit. Auf der Insel waren fast keine Kinder mehr übrig und Fenrir weigert sich, einen Ersatz zu akzeptieren. Es schien alles verloren. Nur Bifrost blieb noch. Sie fiel während des Krieges, zerbrochen und fast ohne Magie. Sie brach zusammen, doch Teile von ihr könnten noch immer dazu genutzt werden, um die Ebenen zwischen den Welten zu überqueren. Aus Verzweiflung trat ich auf ein Stück und folgte ihm hinüber, zu einem anderen Ort, irgendwo anders. Und dort fand ich ein Kind. Kinder. Mehr Kinder, als Fenrir jemals begehren könnte. Ich brachte diese Kinder über Bifrost zurück und der Wolf war besänftigt. Okay. Wir müssen also diesen Wolf besänftigen mit Kindern, beziehungsweise Erik muss das machen. Hier haben wir noch was. Einem anderen Ort, Eriks Tagebuch. Doch er durchschaute meinen Betrug. Er erkannte, dass ich etwas Unentdecktes enthüllt hatte. Und er verlangte mehr. Immer mehr und mehr. Der Wolf weiß von der versteckten Welt. Mit einer Reise dorthin habe ich alles in Gefahr gebracht. Doch hatte ich eine Wahl? Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht essen. Ich sehe ihre Gesichter, ihre roten Augen und Tränen verfolgen mich so sehr, dass ich kaum stehen kann. Ich breche unter der Last ihres Schreckens zusammen. Götter, so helft mir. Fuck yourself, Eric. Fuck yourself. Oh ja, wie recht sie hat. So, mehr haben wir hier nicht zu lesen. Dann gucken wir nochmal im Scheißhaus vorbei. Vielleicht müssen wir nochmal, bevor wir weitergehen in... keine Ahnung wohin. Ich schätze mal in die Höhle. In den Schlund. Jetzt bloß den richtigen Knopf drücken. Okay, der Wolf, Eriks Geschichte. Aber der Fenris-Wolf folgte uns, um unseren Zufluchtsort zu verschlingen. Er und Vidar liefen sich einen erbitterten Kampf, bis Vidar geradewegs in das Maul des Wolfes trat und ihn beim Kiefer packte. Die Prophezeiung sagte voraus, dass Vidar den Kiefer des Wolfes in zwei brechen und ihn so besiegen würde. Aber er war zu schwer verletzt, zu erschöpft von der Schlacht. Er rief der Bestie zu: Genug! Füge diesem Land keinen Schaden zu, verfluchter Wolf! Lass uns einen Pakt schließen! Du sollst bekommen, was immer du willst! Lass nur dieses Land in Frieden! Aha! Und der Wolf wollte natürlich kleine Kinder. Da haben wir wieder, ich sehe da eine kleine Verbindung zum Märchen Rotkäppchen und der böse Wolf. Der böse Wolf hat ja auch quasi das Rotkäppchen verschlungen. Und mir wurde mal gesagt, dass quasi der böse Wolf tatsächlich Pedos sind. Und die Mädchen davor gewarnt werden sollten, vor dem bösen Wolf. Also Männer quasi. Und das Rot bei Rotkäppchen soll tatsächlich die Regelblutung darstellen. Also quasi so der Übergang vom Mädchen zur Frau. Und die Warnung vor den Männern. So, das war jetzt ein bisschen Hintergrundinfo. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das alles Bullshit ist. Gehen wir jetzt durch das Tor oder gehen wir jetzt durch die Höhle? Ich glaube, wir gehen in die Höhle rein. Okay, hier geht's definitiv nicht weiter. Wir finden eine Puppe. Doch, hier geht's weiter. Kinderspielzeug. The cave was something from a nightmare. Toys and clothes strewn on the ground. Treasured items of 100 children more. Cast away like wrapping paper. It was a tomb. A sepulchre. The terror these children must have felt. The confusion. Their only comfort torn from them. I knew then I wasn't just going to catch up to Eric and save my son. I was going to kill him. Okay, die Spielsachen werden immer moderner. Hier ist sogar ein gelöster Rubik's Cube. Ein Roboter. Robertor. Was zum Teufel? Das Kissen? Große Teddys? Ich suche immer noch den DeLorean. So, das ist einfach nur so eine Spalte. Ein Tennisball. Kein DeLorean, aber so ähnlich. Ein Seil. Können wir irgendwas mit dem Seil machen? Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Ne, da kommen wir wieder nur runter. Also glaube ich schon, dass wir durch die Höhle gehen müssen. Bin mir nur nicht sicher, ob wir vielleicht aufpassen müssen, dass wir hier nicht auf den Wolf... Laserschwert. Errungenschaft freigeschalten. Toy Soldiers.
ein Gameboy. Ach, du Kacke. Daddy. Könnte der Gryffalo sein. Da haben wir unseren DeLorean. Da ist er wieder, der DeLorean. Okay. Erik hat also, und noch ein Gameboy. Erik hat also die Welten, der Sensenmann, den wir gesehen haben. Erik hat also die Welt geöffnet, die Welten. Er ist irgendwie auch in die andere Welt, in unsere Welt gekommen. Und wer ist dann dieser Kerl? Wer könnte es sein? Vielleicht wird das Buch uns weiterhelfen. Nur mal eben gucken, was wir hier so für Spielzeug haben. Das meiste wiederholt sich. Da oben ist das Wildschwein. Jemand scheint einfach die Assets genommen, die sie so im Spiel hatten und dann reingepackt. Ich weiß noch aber einen großen DeLorean. Ach, deswegen auch das Laserschwert. Das ist wirklich ein Laserschwert gewesen, was da vor der Höhle lag. Von einem Kind. So, was haben wir hier? Okay, hereinzoomen, herauszoomen. Control. Shift. Okay, es sind alles Namen. Willing. Kann ich irgendwie... Okay, ich kann mir das Buch angucken. Thank to know it's a rock and wanted to swim in the old lakes. Listen. Und was sie dabei gehabt haben. Amiga 500. Ja, wie geil. Plastic Army Man, Clown, a Race Car, nichts, Teddy, nein, es ist einfach, es sind die Namen, a kid but a little different. Es sind einfach nur die Namen der Kinder und welche Spielsachen sie dabei gehabt haben. Eine kleine, eine Art Altar. Oh je, also eine schwere Aufgabe für unseren Erik. Ich bin gespannt, was noch auf uns wartet, wie dieses Spiel hinführt. Ich hab keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung momentan. Aber es wird immer interessanter. Und jetzt, wo die Welten verschwimmen, könnte das noch was werden. So, dann gehen wir mal durchs Tor und wahrscheinlich geht es dann in eine neue Welt. Ach nee, man kommt einfach durch. Okay. Hier gibt es auch noch was. Ach, guck mal. Was ist denn hier? Das ist aber ganz schön versteckt. Bücherregale. Das Ding kommt mir... Ach nee, das ist einfach nur ein Fass. Hier sind Schwerter und Helme, aber riesig, wie von Riesen. Und ein großes Tor. Ein Buch davor. Bücher. Können wir irgendwas machen? Was ist das hier? Okay. Und ein Tor. Fight Club. Errungenschaft freigeschaltet. Fight Club? Höh. Okay, wir sind scheinbar woanders. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg war, wo wir jetzt lang gegangen sind. Ich hätte gerne noch an der anderen Stelle geguckt, aber ja gut. Jetzt sind wir nun mal hier. Ach. Ach, da ist Erik und mein Sohn. Okay, wir müssen dahin. Wir müssen dahin. Sollte doch kein Problem sein. Let them be okay. Ach du Scheiße, wie kommt ein Wolf? Jetzt müssen wir mal gucken. Gehen wir einfach mal hier lang. Da ist eine Brücke. Ich hoffe, wir treffen nicht auf den. Dahin kommen wir wohl nicht. Okay, wir kommen auch hier hoch. Ein Kind, ein weiteres.
Die Nebelkinder, zurückgelassen in der Kälte, weit weg von der Stadt in den Bergen, weit weg von Erik. In verzweifelter Hoffnung, dass sich etwas anderes seiner annimmt. Gefrorene Fingerspuren und Dreck finden sich auf der hölzernen Figur. Die Rimtusser, die Eisriesen, müssen es aufgenommen haben. Hölzerne Figur? Sind es Symbolfiguren? Scheinbar sind das Secrets, die man finden kann. Sammle alle Kinderleichen. Oder so. Warum? Warte mal. Ach nee, da müssen wir hin. Okay, von da sind wir gekommen. Da war das Secret. Hier müssen wir her. Da unten leuchtet was. Eine Fackel. Blodrinne bedre om det her, Ravetek. Jeg og... Lenge siden jeg oppdokk Egan har i. Jeg mjøk svanger av flesk. Vil du veina, Bruder? Vær veidum. Toll, die Wölfe können reden. Great. Aber da unten liegt die Fackel. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ich kann mich irgendwie nicht mehr erinnern. Was das mit dem Feuer auf sich hat. Ich glaube, mit einer Fackel haben sie sie weggelockt oder so, stand in der Geschichte. Wenn das denn die zwei Wölfe sind aus der Geschichte. Sofern ich mich erinnern kann. Bin jetzt schon verwirrt hier. Das wird schon wieder ein harter Part, glaube ich. Ich hoffe, es gibt vorher noch einen Save Point. Okay, da war er. Gut, ab hier wird es dann ernst, schätze ich. Hier kommen wir auch nicht mehr zurück. Mit etwas Glück landen wir direkt bei der Fackel. Achievement. Wo musste ich denn her, Scheiße? Da fällt mir übrigens ein, dass die Gespräche zwischen den Brüdern mich sehr stark an die Zwillinge von Outlast erinnert haben. Hä? Das ist irgendwie witzig. Ich glaube, das ist eine kleine Anspielung. Okay, der Wolf ist also in der Nähe. Die Frage ist, wo müssen wir überhaupt lang gehen? Kann man hierher? Ich glaube nicht, okay? Ich weiß nicht, wo die sind. Wo wir her müssen. Kommen wir hier runter? Wir kommen hier nirgendwo her. Wir müssen sehen, wo wir herkommen, glaube ich. Warte mal. Hier, komm her. Ich laufe einfach mal. Okay, ich muss die Fackel kriegen. Guter Hinweis. Die Frage ist, wie kommen wir zur Fackel? Ja, ein weiterer Safe Point. Okay, wir können ihn also genau so weglocken wieder mit Licht. Okay, und so kommen wir zur Fackel. E zum Schwenken der Fackel, E drücken. Okay, jetzt einfach mal hier durchrennen. Da ist wieder eine Rune. Oh Gott, diese Wölfe. Ich weiß nicht, wo sie sind. In der Nähe sind. Ich sehe sie momentan nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir hin müssen.
Da hinten leuchtet was. Da gehen wir mal hin einfach. Oh, ich fühle mich so verfolgt. Okay, ich schätze mal, wir müssen dahin, wo Erik und der Junge war. Da leuchtet auf jeden Fall was. Haben wir ihn vielleicht vertrieben? Erstmal zumindest. Okay, hier geht's rein. Ein Komet. Ach so, das ist der kaputte Mond mit dem Wolf. Der Wolf, der ja den Mond kaputt gemacht hat. Kaputt gebissen, zerrissen, was auch immer. Hier kommen wir aber nicht runter. Das ist scheinbar der falsche Weg. Es sei denn... Man kommt hier irgendwie runter, ne? Ja, da hoch. Oh Gott. Nee, wir sind hier falsch. Vermutlich sind wir hier falsch. Gehen wir mal zurück. Aber was konnte man denn hier sehen? Vielleicht hier hoch. Ich habe irgendwie die Angst, dass ich die ganze Zeit im Kreis laufe oder so. Errungenschaft. Red Riding Hood. Okay. Rotkäppchen. Habe ich freigeschaltet. Ich weiß nicht warum. Oh, hallo. Der Baum ist wieder da. Weil da das Rotkäppchen liegt. Ja, geil. Aber warum? Soll man hier nicht hin? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Holy shit, was ist das? Ein Troll? Ein festgefrorener, ein versteinerter? Erinnert mich gerade an Herr der Ringe mit den Trollen da. Oh. Ist nicht da. Ich glaube nichts. War nur ein Stein. War nur ein Stein. Okay, hier ist wieder, hier waren wir schon mal. Ich weiß nicht, ob hier die Fackel lag. Wir sind dann, glaube ich, hier links gegangen. Dann gucken wir mal rechts. Ich schätze mal, das ist der Weg, den wir gehen sollten eigentlich. Und wir kommen wieder in eine weitere Höhle. Ich glaube, die Wölfe sind auch hier reingerannt. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob es zwei Wölfe sind oder ein Wolf. Da ist auf jeden Fall einer. Er bleibt einfach da, wo er ist. Ich mache einfach mal zur Sicherheit, schwenke ich das Ding. Ob es was bringt oder nicht, keine Ahnung. Sind wir jetzt an der Stelle, wo wir gerade unseren Sohn gesehen haben? Hier geht's auf jeden Fall rein. Das sieht doch ein bisschen nach Secret aus. Ne, wir kommen mal nicht durch. Okay, dann... Durch das Tor. In die Zwergenhöhle. Die Sonne ist das Feuer, verbrennt. Und der Mond... Okay, einer bei Tag, einer bei Nacht. Hier haben wir ein Safe Game. Portal Gap. Okay. Ich schätze mal, sie lauern mir hier auf irgendwie. Ringama, Bruder, schimmer mal die Fässer. Please, I just want to find my son. I can hear. Okay, warum hat er mich jetzt angegriffen?
Warum hat er mich jetzt angegriffen? Ist das korrekt so? Ich versuch's nochmal. Also, anscheinend reden die erstmal mit einem. Wir müssen also hier rein. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Warum? Ist das vielleicht ein Hinweis? Das eine Mondlicht, das andere Feuer? Muss ich vielleicht eher die Fackel schwenken oder so? Okay, ich versuche einfach mal schneller wegzurennen. Und schwenken die Fackel drücken. Ah, ich muss ihn, glaube ich, anzünden. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Woher soll ich denn wissen, was ich machen muss? Woher soll ich das wissen? Ich gucke mir nochmal das Bild an gleich. Ich glaube, da war ein Hinweis. Also. Den mit den blauen Augen können wir definitiv. Durch das Mondlicht. Das wird wohl die Taschenlampe, wird das Mondlicht sein. Und das Feuer ist wahrscheinlich das Sonnenlicht. Das heißt, wir brauchen die Taschenlampe für den einen. Und das Mondlicht für den anderen. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. Okay. Es ist ein bisschen blöd mit dem. Wir kriegen ihn weg. Wir kommen sie anscheinend nicht rein. Es ist ein bisschen verbuggt. Okay, damit kriegen wir sie weg. Zumindest teilweise. Komm ich hier weg? Von diesem wunderbaren Balkon? Vielleicht müssen wir die Taschenlampe ausmachen. Vielleicht müssen wir, wenn wir ihn leuchten, müssen wir die Taschenlampe ausmachen. Kann natürlich auch sein. Okay, aber in diesen einen Bereich kommt er auf jeden Fall nicht rein. Das ist schon mal sehr gut. Oh Gott, das freut mich ja schon. Das heißt, wir rennen jetzt einfach in diesen einen Bereich. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Come on, Brunner. Jetzt gucken wir mal bei Please, denen. Don't kill me. I know about you. Okay, wir müssen ein bisschen, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen streunern hier, Fackeln. Ich glaube, es ist sicherer, wenn wir schwenken, wenn wir das, die Taschenlampe aushaben. Scheiße, die haben mich nicht gesehen. Okay, wir müssen die erst wegjagen. Wir müssen die da also erst wegjagen. Wir gehen dann zu dem einen Punkt. Oh Gott, das wird schwierig. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Okay. Schwenken. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? So, jetzt verpisst euch mal schön. Please, don't kill me. Ja, der ist weg. I know about you. I know you're trapped here. Okay, wir müssen hierher, damit wir da hochkommen, glaube ich.
Und dann... Scheiße! Die kommt von zwei Seiten. Rechts, links. Oh Gott. Vor allem, man muss immer wieder nach vorne anfangen. Das ist doch ein bisschen nervig, ist das? Ein bisschen nervig. Auf ein neues. Vielleicht gibt es aber auch einen anderen Weg. Ich renne einfach mal und gucke, was passiert. I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Also hier kommen sie, glaube ich, nicht raus. Weißt du, sind wir mehr oder weniger safe. So, das heißt, wir brauchen die da nicht weglocken, kommen dann direkt hier hin. Dann rennen wir mal hier in die Ecke. Können wir nicht? Bin ich hierher gekommen? Komm mal auf jeden Fall hoch. Okay, warum kann ich die scheiß... Ich kann die scheiß Taschenlampe nicht mehr anmachen. You bastards! I can help you! Just let me go! Please! Ich kann die Taschenlampe nicht mehr anmachen. I have a key. I can open one of the doors. Ja. I can let you out of here. I just want to be left alone. I can let you out of the ravine if you promise to let me go. You realize what this will mean for the Isle. You know our reputation. I don't give a shit about this island. I just want to find my son. We have an agreement. Key opens the door behind you. Go and open it. We will remain here. Then... Okay. Huh? That's it? How do I know you won't just kill me afterwards? You don't. But neither do you have a wealth of options. You would prefer to stay here. We are dying. Leise, so we shall see who sees first. Besides which, we understand you have somewhere you wish to be. Come, son. You may decide. Fine. But if one of you comes near me, I'm going to throw this key. And good luck unlocking the door with your paws. Okay. Wenn wir jetzt die Tür aufmachen? Wir können sie aufmachen. Hey, no, you promised. Let us talk, Honor. Scott. Toll. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Warum bin ich nicht gerannt? Warum habe ich versucht, sie zu wegzulocken? Okay, scheinbar kann ich jetzt... We have an agreement. The key opens the door behind you. Oh nee. Go and open it. Verpiss dich. We will remain here. Then you may leave. Leave. Okay. Versuchen wir es nochmal. Entweder müssen wir jetzt rennen oder wir müssen immer wieder uns umdrehen und gucken, wer kommt. Thanks to you, little creature. Ach, wir können hier raus. Komm mal, Bruder. Engel, Herr, Engel.
Ende. Okay. It's a bargain. Freigeschaltet. Haben wir sie also erledigt. Wir hätten weiter geradeaus rennen können, glaube ich, oder durch dieses Ding. Aber wir sind irgendwie entkommen. Okay. Wir sind anscheinend wieder bei Erik. Die Fackel ist weg. Wir sind wieder in einem Dorf. Ach, deswegen die Tore mit den... Da hängt wieder einer. Okay. Die verschleierte Dame. Hütet euch vor der Hexe im Sumpf. Die abscheuliche Magie des alten Weibes bringt Visionen von Schreckenstaten aus dunkler Vergangenheit hervor. Zwingt euch, sie nochmals zu erleben. Verführtes Volk wartet ins Moor und kehrt niemals zurück. Vernehmt ihr ein liebliches Summen, besteht keine Schande darin, umzukehren. Hütet euch vor dem verschleierten alten Weib. Männer der Hirt. Okay. Es geht also weiter im Text. Verschleierte alte Weiber. Jesus Christ, you can't be serious. You can't be serious. Hexe im Sumpf. Super. Okay. Können wir hier irgendwie rein? Ich weiß nicht, wo der Sumpf ist. Wie ist er denn da hochgekommen? Und der Ast hält ganz schön viel aus. Okay, hier ist eine Hütte. Da hinten ist der Sumpf, würde ich sagen. Das sieht sehr sumpfig aus. Oh ja, der Sumpf. Kann ich noch irgendwas lesen oder mitnehmen? Kann ich vielleicht hier so eine Fackel mitnehmen? Komme ich hier irgendwie runter? Okay, wir sind hier unten. Hier ist eine Pfütze. Es muss ein Sumpf sein. Und irgendwie hin? Ne, ich glaube nicht. Wer baut denn hier die Häuser hin? Oder sind die einfach weggekippt? Schön, ein Gewitter. Okay. Sumpf, also. Haben wir noch was zu lesen? Mein herzlichstes Beileid, Geschichten der Dorfbewohner. Ist schrecklich, die Sachen mit Björns Tochter. Aber tapfer hat er sie Erik übergeben und wir waren alle stolz auf ihn. Ich habe gesehen, wie er in den Sumpf gestarrt hat, als ob er vorhätte, dort noch einmal hinzugehen. Wir haben das Licht von Eriks Fackel gesehen, als wir heute Morgen im Dämmerlicht von Vagfjell zurückgekehrt sind. Ist sicher für eine Handvoll weitere Jahre. In Gedanken sind wir bei ihm und Björn. Da steckt wieder ein Schwert. Aber alles ist irgendwie so groß. Ich find's schon sehr komisch. Hier geht's also runter. Und ich freue mich schon auf die Hexe. Bestimmt besser als die Wölfe. The Mar was terrifying. The thought that Espen had crossed that place made my bones cold. I missed him. The marsh sucked all the emotion out of me. I was haunted. Hounded by a hopelessness I didn't understand. I forgot Espen's face. I forgot my own. I sometimes wish I could forget it all again. Hier ist also der Sumpf. Und ich hoffe, wir kommen noch an einen Safe Point. Okay. Das sind anscheinend die Leichen aus dem Sumpf. Die mir aber nichts tun, wie es aussieht. Hallo? Alles klar bei dir? Jetzt regt sich der Detox wieder auf, weil das Ding Hörner auf dem Helm hat. Oben ist eine Hütte. Und anscheinend die Krieger, die hier im Sumpf umhermarschieren. Aber solange sie uns nichts tun, ist ja alles easy. Und ich sag noch. I didn't see dead people. Achievement erhalten. Okay, also wir dürfen uns doch nicht von denen irgendwie erwischen lassen. Könnte gefährlich sein. Versuchen wir es mal, ja, was machen wir denn dann? An ihm vorbeischleichen?
Aber wie? Können wir irgendwie außen rumgehen? Also anscheinend nicht zu nah rankommen. Vielleicht einfach mal beeilen. Okay. Beeilen funktioniert. Dadurch, dass sie so langsam sind. Hier haben wir wieder was zu lesen. Okay, schön, schön. Und Tote im Sumpf. Jetzt kriegen wir's. Die Nächte hier unten im Sumpf sind am schlimmsten. Die Brise bringt seltsame Schreie mit sich und der Nebel verhüllt sich vor den Leuten im Dorf. So wird das Entzünden der Laternen und Sichten der Pfade zu einer einsamen Pflicht. Manchmal finden wir morgens vor der Tür kleine Haufen von Knochen, die hinunter zum Wasser führen. Ich habe Geschichten von dem summenden Weib gehört, aber ich habe es nie gesehen. Sie sagen, es zeigt sich nur denen, die eine schwere Schuld tragen. Aber die Draugr, die sehe ich. Manchmal treiben sie nahe der Oberfläche der Seen. Sie schreien lautlos. Wenn ich wegsehe, verschwinden sie, aber ihr Gestank bleibt noch lange in der Luft. Die meisten sagen, sie seien Opfer der verschleierten Hexe. Diejenige, die sie mit ihren Liedern in den Morast lockt. Ich glaube das nicht. Ich sage, sie sind nur ein Spiegelbild. Wir befinden uns doch längst dort unten mit ihnen. Okay, die Geschichte kenne ich auch. Frau im Sumpf, die durch ihren Gesang die tapferen Recken zu sich lockt und somit in den Tod, weil der Sumpf Gefahren birgt, kommt mir bekannt vor. Okay, das Problem ist, wir müssen da hinten hin. Okay, wir können rumgehen. Wir müssen denen auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Das heißt, ein bisschen pronto machen. Das ist aber der Kollege von gerade, glaube ich. Der zieht einfach nur seine Bahnen. Wenn wir mal ein bisschen hier abwärts gehen. Uns etwas beeilen. Mama. Sollte der eigentlich nichts... Nichts passieren. Ich höre sie überall. Ich höre sie überall. Da ist auch wieder einer. Hier sind ein paar Wege. Oh Gott, wir müssen entlang. Gehen wir mal hier lang. Da hinten war Licht. Okay, Safe Point. Jetzt will ich aber eben nochmal nach rechts gucken. Da war auch irgendwie was. Hier ist ja ein Schild. Dass in die Richtung auch irgendwas ist. Hinten ist auch Licht. Wir gehen mal schnell. Einfach nur, weil ich so neugierig bin. Oh, das ist aber Thors Hammer, würde ich sagen. Das ist doch Thors Hammer, oder? Der hat irgendwie so geblitzt und es ist definitiv ein Hammer. Wir haben Thors Hammer gefunden. Aber ich glaube nicht, wir brauchen, glaube ich, nicht versuchen, ihn aufzuheben. Aber wo ist die Hexe? Schätze mal, hier gibt es ja mehrere Wege, so mehr oder weniger. Hier sind auch wieder Tafeln. Thors Hammer! Wie er die. Ist das die Hydra? Eine Schlange? Wie er eine Schlange besiegt? Keine Ahnung. Hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir waren also wirklich nur für Thors Hammer hier. Was wir den sehen konnten. Nice. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum Safe Point zurück. Hier gibt es, glaube ich, sonst nichts. Aber warum habe ich die Hexe nicht gesehen? Da haben wir noch einen Weg. Ich glaube, das ist der gleiche. Und hier geht es dann weiter. Vielleicht werden wir auch wieder zurückgeweist irgendwie in den Sumpf. Oder... Oh! Was war das? Kommt da was raus? Nice. Ich glaube, wir müssen da rein. Human, help me. Holy shit. Hello? Human, I have waited.
my mistress. Ist das ein Wolf? Ich geh mal runter. Du siehst aber ganz schön scheiße aus. Jesus, what are you? How are you still alive? There's nothing left of you. I am Garm. Garm. Guardian of the gates. Guardian of hell. The veiled lady. I was those things. Too old. Too weak. Unimportant. Help me. Aber the veiled lady is here? Are you really saying Hel is out here somewhere? I don't know how I can help you. End my suffering. My despair. You want me to kill you? I can't do that. The rock above. The spire. Bring it down upon me. Please. Okay. Wenn du das sagst, dann mache ich das natürlich. Ich will aber erst nochmal eben hier gucken. Stop, human. There's nothing for you past the gates. Oh, da unten. Holen. Human, your path does not that way win. Zurückgelassen, tief in den nebligen Sümpfen, weit weg von Erich, verschleppt von etwas anderem. Schlamm klebt an den Wickeln, ein seltsamer Geruch steigt daraus empor. Die Wasserwickel müssen zu dem Draugar geholt haben. Müssen sie zu, oder Hell selbst hat sie zu sich geholt. Okay. The most hopeless place left. The walls are woven from serpent spines. And the corpse eaters lurk in doorways that lead nowhere. Okay, kehre um. Turn back, human. Das heißt, wir können durch diese Tore vielleicht. Oder wir können daher. Ich guck mal eben. Please, human. Na gut. Ist zwar nicht so mein Ding, aber hey, du siehst wirklich scheiße aus. Bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Ob wir das machen sollen. Mit dem Zorn der Hexe auf uns holen oder so, aber. Wie kommt man jetzt dahin? Daher. Ach so. Vielleicht von der anderen Seite. Komm mit. Da oben. Aber von da. Ja, hier sieht's gut aus. Da ist Thors Hammer. Hat Thor vielleicht gegen den Wolf gekämpft? Thank you, God. Good dog. Guter Hund. Okay. Poor creature. Poor creature. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt durch das Tor oder gehen wir jetzt erstmal hier gucken? Ich gehe erstmal hier lang. Anscheinend haben wir zwei Wege. Wäre natürlich schade, wenn wir nur... Wenn das jetzt ein Weg ist. Es sinkt. Wir gehen den anderen Weg. Wir kommen vielleicht gleich wieder. Ich gucke nur mal eben, was da hinten ist. Ob vielleicht doch das Tor irgendwie... Wo da vielleicht reinkommt. Okay, wir kommen da nicht rein. Klingt ja übel.
Okay, aber der Wolf hat ja auch gesagt, oder der Hund hat ja auch gesagt, wir sollen da nicht rein. Es wird so langsam Tag, glaube ich. Das heißt, wir bewegen uns mal Richtung Hexe. Bibi Blocksberg, du kleine Hexe. Bring mir etwas vor. Liebe deine Streiche. That's singing. The witch. Witch. Grimduck. Hey Mom, I want this one. You have one just like it at home, Espen. Come on. Mom, I want it. Listen to your mother now, Espen. Espen, you're not having it. Let's go. But I want it, Mom. No, come here. Jesus, what did you do? Oh, Espen, I'm sorry. I'm sorry, Espen. No, please. Why are you doing this? I didn't mean it. Okay, anscheinend kommen wir dann nur weiter, wenn wir dann die Vergangenheit angesehen haben. Dann ist der Weg versperrt. You have to tell them what happened. No, for God's sake. If we tell them what I did, I'll lose the firm. They'll take Espen away. We have to. It's the right thing to do. Please. Please don't say anything. It was an accident. I didn't mean it. I know. I know. It just feels wrong. Yes, but we'll get through it. Let's just get through it together, okay? I love you. Please stop! Please! I didn't mean it! Don't show me anymore! Das ist wohl die Hexe. Divorce, goddammit. I want a divorce. Here it is at last. Fine. You're welcome to one. But I'm taking Espen. You're not taking my son. Well, I'm not leaving him with you. You broke his arm, for Christ's sake. Oh, huh? When will you stop holding that over my fucking head? It was an accident. An accident. And you've looked at me every day since like I'm some kind of monster. I'm telling you now. If you want a divorce, Espen is coming with me. No, you bitch. Please stop it. I quit. I give up. Just don't show me anymore. Ich glaube nicht, dass sie damit aufhören wird. I never hit her or Espen. I swear, please. Silence. Sit down now. I find in favor of the plaintiff, Miss Dahl. She shall retain sole custody of her son, Espen Dahl. The defendant shall have no visitation rights, and a permanent restraining order comes into effect immediately. You, sir, are to have no contact with your ex-wife or Espen whatsoever. And must keep a minimum distance of 200 feet from them, their home, Espen's school, and her place of work. Court is adjourned. No, please, goddammit, let go of me, don't! Please, don't take him away from me. Don't take him away from me! Please, I'll stop. Eric can have him. I can't. I don't want to see what comes next. Please don't. Okay, sie hat also vor Gericht gelogen, damit sie das alleinige Sorgerecht kriegt, weil sie nicht wollte, dass er es hat. Interessant. Can we come in? You should sit down. There's no easy way to say this, so I'll just say it. Your husband was found dead in his apartment this afternoon. Oh God. Oh no. Right now we're working on the assumption of suicide, but we're investigating. You're safe now. You and Espen are finally safe. I'm sorry. I'm so sorry. I wish I could take it back.
It's the worst thing I've ever done. And I loved him. I did. I loved my son too. I would have done anything to keep him close. I just had no idea his father would. But it... I made one terrible mistake, and I ruined everything. I'll never forgive myself. Are you happy now, you bitch? Okay, so haben wir also ein bisschen was über die Hintergründe erfahren. Das ist vielleicht auch der Grund, warum sie so an Aspen hängt. Weil sie eine tiefe Schuld mit sich trägt. Die sie sich nicht verzeihen kann. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. The sun is starting to come up. I'm not gonna make it. Doch, wir schaffen es. Wir werden es schaffen, Herzogin. Wir müssen nur noch eben hier in die Höhle. Warte mal. Ah, hier ist wieder ein Text. Ein Handabdruck. Vielleicht, das war der Handabdruck von Erik. Vielleicht ist das quasi sein Schwur. Können wir hier irgendwas machen? Bevor wir in die Höhle gehen, wollen wir eben nochmal hier ein bisschen rumschlawinern. Oh Gott, wo kommen wir denn da hin? Nirgendwo. Okay. Ansonsten gibt's ja auch nichts. Weißt, wir gehen jetzt hier rein. Errungenschaft freigeschaltet. Hard Depressions. Harte Depressionen. Und somit kommen wir jetzt vielleicht zu Erik. Nähern wir uns vielleicht so langsam dem Ende des Spiels. Wird sich jetzt alles auflösen. Wir sind in einer Höhle. Und es sieht mir ganz danach aus. Es sieht sehr, sehr Winterwunderlandmäßig aus. Es ist so eine Art Schloss oder so. Wir gehen einfach mal weiter. Vielleicht ist das Erik hier, der Typ mit dem Schwert. Oder der Axt, den man immer wieder sieht. Kann natürlich sein. Das scheint jetzt definitiv der letzte Weg zu sein. Le Grand Final. Und wir brauchen auch nicht wirklich die Taschenlampe noch. Das heißt... Oh ja. Nice. Gefällt mir jetzt schon. Bin ich super. Bin ich super. Perfekt platziert. Okay, und da fehlt eine Statue. Und hier... Ist er noch da? Okay. Sehr schön gemacht. Können wir irgendwo irgendwas lesen? Warte mal, da können wir auch noch hin. Wieder eine Art Balkon hier. Oh, hallo, mein baumiger Freund. Auch wieder da. Irgendwie erinnert mich das gerade ein bisschen an Tomb Raider. Also Tomb Raider 2 oder so. Da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit hier. So. Außer Kristall, nix hier. Kristall. Oh, ein Buch. Ein Text. Was haben wir hier? The Sacrifice 2, Eriks Geschichte. Das Knurren erstarb und es herrschte endlich Frieden. Der Krieg war vorüber. Erik sank auf die Knie und beklagte das Opfer seines Jungen. Doch den Leuten dämmerte endlich die Wahrheit. Sie würden ihre Kinder hergeben müssen. Alle 5 Jahre eines von ihnen, wenn sie überleben wollten. So endete Eriks Geschichte. Hat Erik vielleicht sein Kind zuerst abgegeben, um den Wolf zu vermeiden? Gut möglich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zum Haus kommen. Ich glaube, wir müssen eher da hoch. Ich komme aber hier noch irgendwie. Nee, da kommen wir nicht hin. Okay, das ist der Weg, die Treppe.
Und die Sonne ist jetzt schon da. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir schon zu spät sind, aber ich denke mal nicht. Ist ja alles geskriptet, so mehr oder weniger. Wir gehen wenigstens hinter das Haus und dann... Ist das Blut oder ist das einfach nur Matsche? Ist das einfach nur der Weg? Was war das? Was war das? Nichts da. Oh, da ist ein ganz großer Torso. Ja, als ob sehr große Sachen sich verschieben. Nicht als ob hier wirklich Utem. Das ist vielleicht Erik, deiner Mitte? Wow. Was für ein Ausblick. Vidar, you started all this. Vidar? He started it all, okay. Er scheint recht eingefroren zu sein. Möchte wohl nicht mit uns reden. Na gut, lassen wir ihn mal da sitzen. Boah, das sind ja richtig, richtig große Figuren. Okay, das ist eine verrückte Welt hier. Eine verrückte Welt. Christ. Oh my God. The wolf is real. Wo? Da oben? Boot. Oh mein Gott. Und selbst da hängen sie. Selbst da hängen sie. Kommen wir vielleicht so zurück? Okay, hier hängen sie überall. Überall und überall. Drüber. Okay. Schätze, das ist unser Weg. Mir ist gerade nicht so klar, was das hier alles ist, wo wir sind, was das bedeutet, was unser Ziel ist. Aber das ist wohl der Wolf. Aber irgendwie erkenne ich da noch gar keinen Wolf. Ach doch, das ist das Maul. Ah, okay. Das ist das Maul des Wolfes. Jetzt erkenne ich es. Und er frisst irgendwas. Was frisst er denn da? Ich schätze, wir werden es gleich erfahren. Früher oder später. Auf jeden Fall sind wir schon mal durch den Wald. Ein weiterer Safe Point. Sieht wie ein... Friedhof aus. Ist das dieser Wolf, der ein Stück vom Mond abgebissen hat? Der Wolf, der besänftigt werden muss mit den Kindern?
my God! Espen! Espen, look at me! Mom, I missed you. I missed you too, little man. Please come away from the edge. I have to do this, Mom. Do you understand? No, Espen, you don't. There are other children. It doesn't have to be you. Shut your mouth, you fucking coward! Mom, he's just doing his job. He's been protecting us, all of us. Look at him. He doesn't want to do it. Espen, I love you, and I'm proud of you. You're very brave, but I don't want you to do this. Please, please, I need you. I love you, Mom. Nein. And I'm proud of you, too. Espen! Don't! Ich hatte gerade so eine Theorie, dass vielleicht doch nur alles in ihrem Kopf sich abgespielt hat. Und Erik vielleicht der Mann war. Oh Gott! Espen! Espen! Espen retten. No, Espen. Jesus, Espen, come back. Come back. Na komm schon. Come on, Espen. Come on, please. Please. Na komm schon. Tieren. Come back. Oh nein. Please. Wir können nur akzeptieren, oder? Ach, wie schrecklich. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen soll, bis ich akzeptieren klicke. Ob man ihn wirklich retten kann. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir können das Schicksal nur akzeptieren. Okay, wir sind also wieder, während ich noch ein bisschen rette, erzähle ich mal meine Theorie vielleicht. Wir sind also wieder in der realen Welt. Ich dachte, es wäre alles nur Fake gewesen, also alles nur in ihrem Kopf. Dass der Junge vielleicht einfach einen Unfall hatte und dadurch vielleicht sich da was zurechtgesponnen hat oder was auch immer. Aber Erik liegt ja da im Wasser. Von daher war es schon real. Aber warum sind wir wieder zurück? Ich verstehe es nicht. Ich schätze, er wurde geopfert. Ich glaube, wir können hier nichts mehr machen. Espen. Wir müssen es akzeptieren. I'm sorry. I love you. I love you, little man. Goodbye. Be safe. In town halls, in libraries, in hairdressers and bars are people who will never know what Espen did for them, what he did for all of us. The world moves on, as it always has, arrogantly, without a care, but it comes with a price. I couldn't save my marriage. And I couldn't save Espen. But he saved us. He protected all of us for a time. He was a little boy. My beautiful son. And I had to kiss him goodbye. I feel like my heart will never mend. He was better than me in every way I can think of. I don't know where he wanders, or where he's going, all alone. But wherever he is, I'm so proud of him. I
loved him so much I ached. I love him still. Espen was my favorite thing, my best friend, and I lost him. We lost each other. And I don't know if I can forgive myself, but now I can forgive Espen. I'm not going to pretend I was a great mother, but I raised a good son. Now, all I have to do is make sure his sacrifice meant something. Das war Through the Woods. Wir sind jetzt also der neue Erik. Und wir haben nochmal zwei Errungenschaften freigeschaltet, die kann ich jetzt nicht mehr lesen. Sind schon wieder weg. Ja, war ein super Spiel. Hat mich echt überrascht, auch wenn ich nicht viel von dieser nordischen Mythologie kenne. Fand ich es richtig cool. Bisschen kurz, aber teilweise ein bisschen schwer. Eigentlich nur das mit dem Wolf. Man wusste ja nicht so direkt, was man machen konnte, aber schon ziemlich geil. Wenn es euch gefallen hat, dann kauft es euch selber, spielt es. Ihr werdet es, glaube ich, nicht bereuen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.